Dieser Podcast wird euch präsentiert von OVH, dem führenden Spezialisten für Webhosting, VPS, Gameserver und mehr. Bei OVH könnt ihr euch bis Ende Juni noch viele Server zum Sonderpreis sichern. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über Westworld. Wir, das bin ich, Felix, euer Moderator, und an meiner Seite, wie immer, meine geschätzte Kollegin Anne. Hallo. Wir begrüßen euch zu unserer Besprechung der Episode Kitsuya, die nunmehr 8. der zweiten Staffel von Westworld. Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Ja. Jetzt sind noch 2 Episoden über, aber erstmal haben wir dieses Brett von einer Folge vor uns, das uns neue Informationen gibt, aber auch irgendwie einen Blick zurückgewährt und ganz woanders existiert als das, was wir zuvor hatten. Also es ist mal wieder wie so ein kleiner Ausbruch in eine andere Richtung, die vielleicht einige nicht erwartet haben, der aber sehr, sehr schön gewesen ist. Anne formt das Herz. Achso, wir müssen so was sagen, ne? Weil ja, es ist auch ein Podcast. Es ist nicht nur ein visuelles Medium, okay, es ist auch ein akustisches. Ich versuche es zu verbalisieren. Das ist ein Herzschlag. Ja, Kitsuya war eine sehr besondere Episode. Wir werden darüber sprechen. Doch wie immer im Vorfeld werden wir uns ein bisschen mit eurem Feedback auseinandersetzen. So rum macht Sinn. Und zwar hat uns zum Beispiel der Christoph geschrieben über den Mailweg. Der hat uns auch schon auf Twitter ein paar Mal erreicht. Danke, Christoph, für deine Mail. Da hat er nochmal ein bisschen Stellung dazu bezogen, was ich gesagt habe, zu der Offensichtlichkeit von gewissen Reveals oder irgendwelchen Enthüllungen halt in der Serie. Und da muss ich ihm recht geben. Er meinte halt auch, dass wir natürlich gerade in unserer Position als Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzen, immer ein bisschen die Lupe ein bisschen mehr ansetzen. Ja, und dadurch, wir reden viel drüber und wir setzen uns damit auseinander. Und dementsprechend sind vielleicht einige Sachen nicht so überraschend für uns wie viele andere Leute, aber dennoch gibt es ja die 2 Arten von Enthüllungen, die clever eingebaut sind, auch emotional, die irgendwie so ein bisschen eine Basis haben, die mich dann auch nicht nur intellektuell ansprechen, sondern auch auf einer emotionalen Ebene, und die plumpen Sachen, wo ich sage, Leute, das kann man, glaube ich, geschickter lösen. Das war, glaube ich, so ein bisschen mein Problem bei manchen Sachen der letzten Episode mehr, als dass es einfach nur eine klassische Überraschung gewesen ist, weil damit kann ich leben, solange sie gut gemacht ist, ja, das stimmt. Und mich als in vielerlei Hinsicht anspricht, ist das für mich kein Problem. Dann hatten wir auf YouTube noch ganz viele Meldungen. Da musste ich eine rausnehmen, auf jeden Fall einen Kommentar, weil da fand ich den Namen des Kommentatoren so fantastisch. Und zwar hat uns, ja bitte, wer hat uns geschrieben, Anne? Uns hat geschrieben, der König der Vereinigten Bettlerscharen von London. Oh, das ist ja, ich fühle mich wirklich geehrt, dass uns der König geschrieben hat, der lustigerweise auch dann gesagt und geschrieben hat, das, was uns so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, die vielen Zeitlinien werden ihm langsam zu kompliziert und anstrengend. Ja. Das ist tatsächlich eine Herausforderung bei Westworld, und ich hatte auch den Eindruck, generell viele Leute bei uns bei den Kommentaren der letzten Episode, die ging es ähnlich. Die hatten auch so ein bisschen zu kämpfen und haben sich auch bedankt, dass wir ein bisschen Klarheit reingebracht haben. Wobei am Ende waren wir uns ja auch nicht mehr so richtig. Am Ende haben wir das Chaos wieder dazu. Ja, also wir hoffen irgendwie, dass der Überblick gegeben ist. Und zwar, wir wurden auch darauf hingewiesen, dass man natürlich einfach mal einfach googeln, Westworld, Timelines, Zeitlinien, wie auch immer, sicherlich auch online was findet dazu. Aber wir stochern weiter im Ungewissen herum. So macht es nämlich mehr Spaß, wenn wir mit unserem Glutstocherer in der Glut rumstochern. Für uns und für euch. Ja. Dann gab es noch eine Frage an dich, Anne, und zwar von Olli20. Dem ist dein tolles Tattoo aufgefallen, was du auf deinem linken Arm hast. Das ist das Anne Maze, sehe ich das richtig? Ha? Der Weg raus in die Freiheit, was stellt es da, Anne? Was ist es? Was sagt Dolores immer? This doesn't look like anything to me. Ja. Nein, tatsächlich ist das eine Feder. Und zwar im Look einer Star Constellation, weil ich mag so gerne Weltraum. Und Raumschiffe. Ja, und wer Anne schon mal einen anderen Podcast gesehen hat, auf dem anderen Arm ist auch noch was ziemlich Cooles. Das ist eine Viper. Aus Star Trek. Das darf ich nicht machen, oh Gott. Wieso denn nicht? Ach, weißt du, wir werden gefleckt von YouTube, weil du hier den bösen Mittelfinger gezeigt hast. Genau, und da ich Linkshänderin bin und das ist meine Schreibhand und Zeichenhand, genau. Herrlich. Total. Passt aber mit der Symbolik in diesem Podcast. Genau, ja, vielleicht ist da noch irgendeine zweite Ebene dahinter, die wir erst noch ergründen müssen bis zum Ende. Quasi mein persönliches, das Anime. Dieser Staffel. Ja. Das Anime. Amaze. Amaze. Any Maze. Dann gab es noch eine Meldung von Dr. Manhattan, und der hat auch noch was geschrieben, was ich im Endeffekt auch
ja, wo ich auch gedacht habe, stimmt, eigentlich hat er recht, und zwar das Erwachen von Lawrence ging relativ fix. Das stimmt. Dass dafür, dass andere relativ lang gebraucht haben, kam das bei Lawrence relativ zackig zurück. Aber ich würde das vielleicht mal wieder so versuchen zu entschuldigen, dass halt im Eifer des Gefechts alles auf einmal bei ihm durchgedrungen ist durch den Kopf. Die ganzen Erinnerungen an seine Familie, die tragischen Verluste von seiner Frau, von seiner Tochter. Also die Tochter hat ihn nur zurückgelassen, aber die Frau wurde ja vor seinen Augen erschossen, dass vielleicht das einfach so überwältigend war, dass dann plötzlich dieser Pfropfen gelöst wurde und dadurch kam halt alles. Also ich würde auch tatsächlich sagen, dass er sich selbstbewusst war, das war er ja schon vorher. Also das haben wir auch gesehen, dadurch, dass Maeve ihn nicht beeinflussen konnte. Ja. Und dass sie ihn dazu gebracht hat, sich an diese Dinge zu erinnern, das würde ich, da würde ich dir absolut zustimmen. Ich denke, das ist ja eher so ein, hey komm, du weißt doch ganz genau, was er getan hat. Verdräng das mal nicht, diese Verdrängungsauflösungstaktik. Deswegen fand ich das für mich jetzt nicht so ad hoc, dass er halt umgeschwenkt ist. Ja, deswegen, weil ja. Conscious oder woke, wie wir jetzt mal so schön sagen. Woke. Ja, wir haben das Wort woke mal für uns hier so ein bisschen neu definiert, genau. Neu konnotiert. Deswegen war das für mich auch auf jeden Fall überhaupt nicht. Ja, guck, jetzt nehme ich das tatsächlich. Ja, da gab es nämlich auch noch eine Frage, warum Anne ab und zu mal den Kopfhörer aufsetzt. Du darfst das und zwar, um mein Geschwafel auszublenden, damit ich hier nicht auf den Geist gehe. Denn Anne kontrolliert natürlich, ob die Soundqualität hervorragend für euch ist. Und da nicht irgendwelche komischen Störungen drin sind, die euch dann stören beim Hören der Podcast-Episode. Ja, das ist auch mein Kontrollzwang und mein Perfektionismus. Aber wenn ich hier als Mediendesignerin schon sitzen darf und nicht immer, dann habe ich das natürlich auch. Sonst kann ich ja nicht reinlaufen. Ich finde es vollkommen okay, solange du mir nach wie vor ununterbrochen folgst. Was hast du gesagt? Alles super. Perfekt. Das ist die hervorragende Grundlage für unsere Diskussion. Auch die Jule hat uns nochmal geschrieben, ich darf sie Jule nennen. Oder wir dürfen sie Jule nennen. Wie haben wir sie denn eigentlich vorher genannt? Auch ein sehr langer Text, danke dazu auch nochmal. Auch zuvor hat sie noch was geschrieben, alles nochmal in den Kommentaren unter dem letzten Video zu finden. Schaut da mal rein, da sind gute Sachen dabei, danke dafür. Vielen Dank. Gebündelt an euch alle, dass ihr da so schön mitmacht und uns weiter Feedback schickt. Und bitte, immer weiter, wir sind jetzt wirklich auf der Zielgeraden. Ich denke, da werden noch einige spannende Dinge passieren. Und da sind wir immer gespannt, was ihr davon haltet. So, dann können wir langsam mal überleiten in Richtung Folgenbesprechung. Aber wie so oft, Anne, in dieser Podcast-Staffel, habe ich mal wieder mich in die Untiefen des Netz begeben und eine Sache rausgesucht, die ich ganz spannend fand oder die einige Leute zumindest sehr spannend finden und jetzt so ein bisschen im Blick behalten für die nächsten letzten beiden Episoden. Mhm. Und zwar, wir gehen noch mal kurz zurück zur letzten Episode, Les Écorgés, Les Écorgés, und da gab es ja am Ende diese Szene, als Bernard gesagt hat, wo sie hin müssen. Ja. Sektor 16, Zone 4, Valley Beyond. Ja. So. Bevor Charlotte aber diese Information mit den anderen geteilt hat, am Ende in der Mesa, gab es eine Szene, wo sie nur mit ihm zusammen in diesem Zimmer war und wir haben durch ein Glas gesehen, wie er was gesagt hat. Genau. Wir wissen aber nicht, was er gesagt hat. Wenn man zurückspult, sieht man, also ich habe so, das, also beim zweiten Mal ist mir so aufgefallen, dass die Lippenbewegung schon aussieht wie Sektor 16 Zone 4. Jedoch wurde jetzt schon wild spekuliert, ob vielleicht da nicht doch was anderes dahinter steckt und Bernard vielleicht doch im Endeffekt Charlotte was anderes gesagt hat, als das, was er jetzt dann im Endeffekt allen gesagt hat. Also okay, spannend. Also mit Sektor 16, Zone 4. Also ist nur Charlotte die richtige Information richtig. Hat. Richtig. Und jetzt gibt es so Spekulationen und Theorien, dass Charlotte im Endeffekt vielleicht doch nicht für Delos arbeitet, sondern auch Teil von einer dritten Partei ist, die irgendwie ganz sowas, was wir bei Grace anfangs das gedacht haben. Okay. Ne? Also, Reporter. Ja, so ein bisschen die das alles so aufdecken will. Natürlich, wo ich nicht ganz sicher bin, weil ich finde schon, sie spielt diese Rolle der durchtriebenen kapitalistischen Delos-Angestellten, die für jeden Preis, diese True Believer, sehr gut. Aber vielleicht ist das ja genau der Punkt. Ja, könntest du dir vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwo was auf uns lauern könnte, eine Überraschung in der Richtung? Für mich ist sie natürlich auch absolut überzeugend, muss ich sagen. Und auch eine, ich bin ihr wohlgesonnen in meinem Hass. So. Ja. Aber interessant natürlich. Klar, vielleicht, also man könnte ja auch diese kapitalistische Fügsamkeit Delos gegenüber nehmen und sagen, okay, vielleicht will sie einfach für sich mehr Kapital draus schöpfen und Daten klauen oder so. Das könnt ihr mir vielleicht noch vorstellen. Naja, egoistischer, also was sie halt irgendwie Stubbs vorgeworfen haben, dass er halt auch sich bereichern wollte an diese Information, dass das jetzt Charlotte auch macht. Ja, ja, oder es geht halt eine ganz, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar, also nicht direkt zu Charles, sondern zu dem, was Bernard gesagt hat. Und zwar, dass natürlich, wir wissen ja, dass in dem Moment Robert Ford in ihm drin ist, dass halt eine falsche Information preisgegeben wurde. Genau, das hatten wir das letzte Mal. Genau, wir richtig. Auch darüber und dass halt dementsprechend eine Falle aufgestellt wird. Die Sache ist aber die, wir haben Zone 4 oder Sektor 16 ja schon in Folgen zuvor über diese Daten gesehen. Und das ist ja der Punkt, wo die ganzen Hoster am Wasser rumwabbern. Also da bin ich halt so ein bisschen unentschlossen, ob da wirklich noch was versteckt ist. Es ist halt wirklich so ein kleines Detail.
Also es ist halt schon auffällig gewesen, dass sie halt getrennt die Informationen verarbeitet haben. Erst Charlotte nur mit Bernard zusammen, alle anderen haben nicht gehört, was er gesagt hat. Und dann nochmal, also das war halt, ist schon ein bisschen auffällig gewesen. Auf jeden Fall, ja, es ist auch auffällig inszeniert, würde ich auch sagen. Was ich, die Reaktion von Bernard tatsächlich, er hat ja da Krokodilstränen geweint. Ja. Da denke ich halt, okay, es muss ja irgendwas dran sein. Entweder es ist halt, ja, okay, jetzt bin ich tatsächlich bei der miesen Falle. Hm. Weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass Bernard als Person das nicht möchte, diese Falle, und Ford die Falle gestellt hat und dass er deswegen so weint. Das könnte ich mir schon weil er schon weiß, dass da irgendwas... Weil er schon weiß, so, oh Gott, dass die werden alle sterben. Da meldet sich das Gewissen sozusagen bei Bernard schon. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil wir ja auch Bernard als eine Person kennengelernt haben, die moralisch keinen Unterschied zwischen Hosts und Menschen macht. Ja. Ja, das könnte das schon der innere Konflikt gleich, den wir auch angesprochen haben letztes Mal, dass der sich da gleich so manifestiert. Mhm. Ja, ist auch eine gute Überlegung. Ja, aber das stimmt schon. Das ist, ich bin da auch jemand, ich laufe da mal, tapst der Serie immer gut, glaube ich, hinterher. Auch gerade wenn. Du bist da nicht die Einzige, mir geht's ähnlich. Also gerade bei Charlotte, also bei ihr habe ich tatsächlich noch nie über eine zweite Ebene nachgedacht, was da noch sein könnte. Ja. Du spielst halt wahnsinnig überzeugend. Ja. Ja. Tessa Thompson, du falscher Teufel. Wir waren abwarten. Dich. Ja, wir lieben dich, aber wir hassen dich, aber wir lieben dich, aber wir hassen dich. Wir werden sehen, wohin uns diese Fährte führt. Ob sie überhaupt irgendwo hinführt, da wird sicherlich demnächst antworten. Jetzt aber wirklich in medias res ran an Kitsuya. Und viel Spaß mit meinen tollen Aufzeichnungen. Kann ich die eigentlich schon am Ende teuer bei eBay verkaufen? Stimmt, kannst du einreichen bei oder Kleinanzeigen oder versteht so. Die, nämlich die verschwurbelten Westworld-Memoiren von Anne-Kathrin K. Okay. Kitsuya, wir haben es letzte Woche schon erwähnt, der übersetzt aus der Lakota-Sprache der Ghost Nation, der Ureinwohner in Westworld, heißt so viel wie Remember, erinnere dich. Ja, wir erinnern uns gemeinsam mit einem Charakter in dieser Episode. Geschrieben wurde die von Carly Rae und Dan Dietz, zwei Namen, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Carly Rae war auch letztes Mal bei Facebase schon am Start und bei Reunion. Dan Dietz hat Akane Numai geschrieben, also zwei bekannte Westworld-Drehbuchautoren. Und Regie übernimmt ziemlich coole deutsche Kamerafrau und Regisseurin, und zwar die Uta Briesewitz. Ja, die hat auch bei The Wire war die Kamerafrau. So sieht's aus, da hat sie sich ihre Sporen verdient. Gebürtig aus dem wunderschönen Leverkusen, ist sie irgendwann in die USA gegangen, hat da studiert am American Film Institute und hat dann unter David Simon wirklich bei The Wire als Kamerafrau gearbeitet. Und in letzter Zeit sehe ich ihren Namen immer wieder. Also ganz oft bei Altered Carbon hat sie Regie geführt, bei Jessica Jones, Orange is the New Black, Black Sails, Unreal, jetzt auch Westworld. Sie hat aber nur Regie geführt oder auch Kamera gemacht? Tatsächlich in dem Fall dann immer nur Regie. Aber ich finde, man merkt schon, dass sie ihre Wurzeln als Kamerafrau hat. Großartig, das habe ich auch so oft gedacht, meine Güte, ist das szenografisch gut inszeniert, das ist echt. Sie hat ein Auge dafür, das ist einfach eine natürliche Ader und davon profitiert Kitsuya ungemein. Also ich glaube, ich habe auch schon ein paar Bilder auf Twitter geteilt zu der Folge. Ich glaube, man merkt einfach, da sitzt jemand hinter der Kamera, die halt genau weiß, okay, so kriege ich halt diese ganze erhabenen Charakter von einem Bild oder von einer Szene auf Bild gebannt. The feels und in die Gefühle, Episode. Die dazukommen. Ja. Legen wir los mit der Besprechung von Kitsuya. Wir beginnen mit dem Man in Black, wie er sich schwer verletzt durch den Dreck zieht zum Flüsschen und da dann plötzlich auf Akechita trifft. Ja. Wir erinnern uns, wir haben ihn gesehen am Anfang der Staffel, da war er noch sozusagen ein Bote von Ford und Arnold Weber an Logan und den jungen William. Ja, guck mal, wir haben hier was, ein neues Projekt mit künstlicher Intelligenz und Host und so, guck dir das mal an. Jetzt haben wir ihn zwischendurch immer wieder gesehen, diese Rolle als Ureinwohner. Und er ist tatsächlich jetzt in dieser Folge so unser Fixpunkt. Und ich finde es am Anfang erstmal ganz interessant, dass sich halt wirklich noch der Man in Black so ein bisschen wieder an sein Leben klammert und so, nein, ich will nicht sterben. Das ist hier nicht. Ich dachte mir, wie ist der denn da hingekommen? Also ich meine, das Flüsschen muss ja schon direkt hinter dem Haus sein, ne? Ja, ist schon ein Stückchen, glaube ich, gewesen. Obwohl ich mir auch, also ich fand das schon, ich fand es natürlich, dachte mir, hä, okay, gut. Aber das fand ich schon auch cool gemacht, dass er einfach so, dieses, nein, du stirbst jetzt hier nicht und ja. Und es sieht nicht gut aus, aber irgendwie Akechita kommt halt irgendwie von der Seite rein, auch eine sehr schöne Aufnahme, wie ich finde, und erinnert sich irgendwie an den Black Man, ich glaube, oder den Man in Black, so rum. Der hat sicherlich auch genug Dinge getan, die dafür gesorgt haben, dass man sich an ihn erinnert. Ja. Und er wird dann auch unsamt ins Lager der Ghost Nation gebracht. Das haben wir auch schon gesehen mit Stubbs und auch Grace. Man sieht auch im Hintergrund noch andere Menschen, glaube genau, ich. Dann. Richtig, die da noch alle irgendwie sind. Und wir sehen da auch die Tochter von Maeve, die auch ein bisschen, Angst erfüllt auf den Man in Black blickt, ne? Weil da natürlich auch, wobei man ist am nicht Anfang so richtig klar, genau, Vor wen hat sie wirklich Angst? Vor der Ghost Nation oder vor dem Man in Black? Aber
der Titel der Episode, Kitsuya, erinnere dich, remember, spielt eine große Rolle und so kommt vieles zurück für die einzelnen Leute. Was ich ganz spannend fand, so auch im Dialog oder Halbdialog mit ich nenne ihn mal Ake jetzt. Ake. Mit dem Man in Black, dass er ja sagt, ah, du lebst noch, das ist gut. Und ich dachte mir am Anfang, oh ja, interessant. Mhm. Und jetzt auch, wenn ich die ganze Episode betrachte, macht das absolut Sinn, finde ich. Genau. Er sagt ja auch ganz klar, dass diese Welt ist furchtbar und du hast den Ausgang oder du hast nicht verdient, sie zu verlassen. Stimmt, irgendwie, ne? Er will ihn halt wirklich so, das, was du angerichtet hast, so der Subtext, nee, so einfach kommst du nicht raus. Der Tod ist zu gut für dich. Genau, und dass der Tod aber natürlich noch eine vielschichtigere Bedeutung hat, dann im Endeffekt, das finde ich irgendwie ganz cool, dass so mit Hinblick auf das Ende der Episode zu sehen, ja. Dann sehen wir auch schon so ein paar Rückblicke auf Maeve und ihre Tochter gleich im Anschluss. Mhm. Auch wieder irgendwie eine schöne, unschuldige Szene zwischen den beiden, wo man auch wieder sehr stark diese Mutterbindung oder diese Bindung der Mutter zur Tochter sieht. Und das geht auch sicherlich einigen wieder sehr zu Herzen. Und ich mir da dachte, mein Gott, mach doch mal was anderes als Wäsche zusammenfalten, jetzt reicht's. Sie haben auch die Puppen sich angeguckt. Ja, da war ich auch ein bisschen froh, dass sie dann mal irgendwie was spielen oder so, ja. Weil sie dann immer, weißt du, die Tochter, also ich meine, ja, egal. Die Tochter ist tatsächlich ein bisschen arg nonverbal, ne, finde ich zumindest. Und sie wirkt immer so, wie als wäre sie nur dabei. In diesen Rückblenden, finde ich, ist das völlig okay für mich. Also mit dieser Puppenspielszene, da wird uns dann ja auch was Neues gezeigt. Aber ich meine, diese Wäscheaufhängszene haben wir schon, die gibt es überall im Westworld, ne? Die haben sie auch als Werbung, gibt es die ja auch. Stimmt, also in diesem Anfangsvideo, wenn sie ankommen. Ja. Ich glaube, da ist wieder die Idee vom Loop einfach immer, dass wir immer wieder in diese, würde ich einfach mal von ausgehen, dass sie immer wieder, sie wollen immer wieder zeigen, das sind die Homesteader. Hängen halt den ganzen Tag die Wäsche auf. Liebe Grüße an Adam, schaut dir die Episode an, unsere kleine Farm. Das stimmt wohl. Und dann sieht man aber auch, dass die kleine Tochter so ein Steinchen hat und da ist schon irgendwie was eingeritzt oder mit Blut draufgeschrieben. Schönes kleines Spielzeug, was man dann als Mutter findet, wenn Spielsachen der eigenen Tochter. Und da habe ich so, okay, das sieht aus wie das Maze wieder, ne? Ja, so ein kleines Labyrinth. Aber in der Mitte, diesmal mehr ein Mensch, oder? Aber ist der Mensch nicht immer in der Mitte? Ich habe halt, wir sehen ja später nochmal die ursprüngliche Form des Maze in diesem kleinen Spiel. Und ich sehe das sah immer so abstrakt aus, da habe ich nie wirklich einen Menschen gesehen. Ja? Also ich habe den schon auch gesehen. Okay, ich sah immer nur irgendwie nur so einen Punkt in der Mitte, wo du hin willst. Und dann irgendwie, keine Ahnung, halt hier so. Ich fand das erste Mal so richtig deutlich und dadurch ist es natürlich noch, ergibt es noch mehr Sinn, was das Maze bedeutet. Genau, und ist das ist nämlich die Suche nach dem eigenen Ich. Aber das finde ich eh cool, dass man das nochmal deutlicher gesehen hat, dadurch, dass es nämlich von einem Host, einer Person nochmal quasi neu interpretiert wurde. Ja. Das ist schon cool, ja. Mhm. Wir sehen dann, dass Lee sich tatsächlich um Maeve kümmert noch in dieser, wir haben ja am Ende der letzten Episode gesehen, dass es mit Maeve halt nicht so gut aussah. Den Stein hat sie ja auch von Ake bekommen. Genau, sie sagt Ghost. Vom Ghost. So habe ich ihn auch die halbe Episode genannt, bis ich dann den Namen rausgefunden habe. Aber das fand ich auch Ghost, interessant und hat auch, also ist ja meine Theorie schon lange, dass die eigentlich nie die Gefahr waren und dass das quasi nur in ihrer Einbildung oder in ihrer Erinnerung so ist. Und das hat es für mich auch da schon gut bestätigt, dass die Tochter auch eine eigene Beziehung hat zu Ake. Richtig, Einbildung oder irgendein Code, der ihnen das sagt. Oder halt auch, wie wir später erfahren, einfach vielleicht nur ein Missverständnis, irgendwas drin ist, irgendwelche Klischees, dass diese Ureinwohner halt die Wilden sind, die uns an die, an die Kehle wollen. Ja, oder weil ja auch das Timing so ungünstig war. Ich glaube halt, diese Erinnerung an sie ist immer Ake. Sag mal, Ake? Ake, genau. Ja, mit diesem ganzen, weil beim Japanischen ist das, glaube ich, andersrum. Ja. Ich unterstreiche es nur auf der Castliste, aber ich finde es auch teilweise ein bisschen schwierig. Ja, egal. Genau, also mit, das hat Ake und der Man in Black, glaube ich, in dem gleichen, Zeitabschnitt quasi, dass das passiert ist, genau, ja. Ja, Lee kümmert sich halt so ein bisschen um Maeve, beziehungsweise bringt sie dann zu diesem Chirurgen, den wir schon letzte Woche gesehen haben. Und da finde ich es sehr spannend, dass er gleich sagt, nee, das ist nicht so ein dahergelaufener Host, die ist schon besonders und wichtig. Und da habe ich schon so gleich das Gefühl, wenn er das dann wirklich auch erkennt, der Chirurg, dann wird er gleich daraus irgendwas machen wollen. Irgendwie das nutzen wollen als Instrument, ich fand es aber irgendwie schön, dass Lee dann doch, weil bei Lee bin ich so ein bisschen unsicher. Es gibt später eine Szene, wo ich ihm noch wieder so ein bisschen mehr verzeihen kann für den, was er getan hat. Aber in dem Moment ist es halt so, Digga, das warst du. Du bist mit dafür verantwortlich, dass sie jetzt vielleicht wieder irgendwie missbraucht wird, in dem Sinne, dass sie jetzt zu einem Instrument gemacht wird. Aber dennoch fand ich seine Darbietung von dem Simon Quatermain gar nicht so verkehrt, dass ich sagen muss, ja,
fühle ein bisschen mit dir mit, dass dir das jetzt leid tut. Also ich habe das auch total gefühlt auf jeden Fall, dass ihm das leid tut. Ich meine, im Endeffekt hat er sich ja dann auch dafür entschieden, sie zu retten oder sie in diesen OP zum Chirurgen zu bringen, auch irgendwie, wenn er damit wahrscheinlich sein eigenes Leben ein Stück weit riskiert. Und er weiß ja auch nicht, was Maeve mit ihm macht, wenn sie überlebt. Ja. Ne? Das kann man alles nicht wissen. Und ich finde, der Charakter ist in sich schon ziemlich konsistent, sagt man, ne? Dass er vorrangig Angst um sich selbst hat und dann halt und jetzt eigentlich erst so merkt, okay, andere Personen sind mir irgendwie auch wichtig. Ich glaub, eine gute das Entwicklung ist halt, meinst du auch genau, so. Genau, es ist eher eine gute Entwicklung und deswegen kann ich ihm das, ich meine, es ist ziemlich kacke gewesen, aber ich kann ihm das schon verzeihen oder irgendwie sehe ich, also finde ich das logisch, dass der Charakter so gehandelt hat. Ja. Finde ich auch, dass es eigentlich eher dann nur für die Figur spricht, wie sie sich halt wirklich weiterentwickelt, als dass sie halt jetzt zu sprunghaft ist. Damit hatte ich dann nicht so ein großes Problem. Und dann sehen wir halt wirklich dann nach diesem Blick halt auf Maeve, gehen wir eigentlich wieder zurück zu Akechita und seiner Geschichte und dass er auch dem Mädchen sagt, dass sie keine Angst haben muss vor Man in Black. Und ich möchte jetzt noch nichts vorwegnehmen, vielleicht später noch, wenn die große Enthüllung am Ende der Episode kommt. Ich meine, jeder, der den Podcast hört, wird die Folge gesehen haben. Das wäre klug. Ja, oder? Aber da werde ich später nochmal drauf zurückkommen, ich mache mir einen Haken. Und deswegen machen wir jetzt erstmal den Sprung rein in das alte Leben von Akechita, der halt von seiner Geschichte erzählt, diesem kleinen Mädchen, das er jetzt 8 gibt. Und das ist eine sehr interessante Entscheidung, wie ich finde, dass wir jetzt wirklich in diesem Zeitpunkt der zweiten Staffel wieder so eine Einzelfolge haben, die in sich auch eigentlich ganz gut geschlossen ist und auch im Fokus auf etwas richtet, was vorher eher mal am Rande war. Aber ich hab's wir haben mir so ein bisschen, gewünscht. Ne, oder gewünscht und erwartet. Erwartet habe ich es auch auf jeden Fall. Ich habe gesagt, da kommt noch was. Ich habe ja auch eh schon öfters irgendwie Die Ghost Nation ist dein. Die Ghost Nation ist mein geheimer Tipp und die von dem Internet auch. Nein, aber ich habe ja schon öfters auch im Podcast erwähnt, dass ich denke, dass die schon sehr lange conscious sind und so ihr eigenes Ding machen. Und jetzt habe ich eine Episode dazu bekommen, die sehr gut ist, wie ich finde, und mir das alles schön zeigt und erklärt. Ich finde auch tatsächlich, sie schaffen es halt hervorragend, was öfters mal bei Westworld das Problem ist, dass es vielleicht dann ein bisschen zu technologisch zu kühl, zu steril, zu sehr darauf bedacht, einen guten Twist einzubauen oder eine neue Theorie zu spinnen. Hier schaffen sie es mal wieder sehr gut, eine emotionale Bindung aufzubauen und das innerhalb von einer Stunde. Und wir sehen halt wirklich am Anfang so diesen alten Loop von Akechita. Und das ist einfach nur eigentlich ein schönes, idyllisches Bild mit seinem Stamm. Irgendwo im Tal ist er da, schon eher am Rande des Parks, würde ich einfach mal sagen, wie die Informationen dann so ein bisschen Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht reinkommen. Auch, weil das ja schon in der Nähe, glaube ich, auch ist von Maeve. Wie heißt ihre Tochter? Heißt die Anna? Nee, die Tochter heißt tatsächlich Maeve's Daughter. Mann, verdammt. Weil ich nämlich tatsächlich. Die spielt wirklich von der kleinen Jasmine Ray, aber wir kennen ihren richtigen Namen, habe ich ja dann nicht. Ist sie halt Maeve's Daughter, das ist auch okay. Also, dass sie da in der Nähe sind, Genau, dass sie da in der Nähe sind und dass es eher in dem Kinderzentrum von Westworld da ist. Stimmt. Also kann ich mir vorstellen, dass da halt irgendwie Familien hinkommen oder auch Kinder, die mal irgendwie Native Americans spielen wollen, weißt du, was ich meine? Wobei, ich muss mich gleich auch selbst ein bisschen korrigieren, denn wir erfahren ja dann auch, dass er hat da ein schönes Leben geführt, aber er marschiert ja dann auch einfach relativ fix nach Sweetwater. Ist es Sweetwater? Es ist ja Ich hatte nämlich nicht mehr auf dem Schirm, wo Arnold Stimmt, ist es nicht. Hast recht. Das ist nicht Sweetwater, sondern es ist dieser andere Ort. Wie hieß er gleich nochmal? Escalante. Und der ist nämlich, glaube ich, viel näher sehr an gut, dem Outback. Sehr dran. Gut. Ja. Stimmt, richtig. Dann ist es nicht Sweetwater, dann ist alles gut. Nach Escalante und da, das fand ich auch witzig, dass er einfach sagt, eines Tages bin ich losgelaufen und dann komme ich da an. Und da ist genau das, was wir am Ende der ersten Staffel gesehen haben, in Rückblicken. Und zwar, dass Dolores den Erschöpfer von ihr erschossen hat, Arnold. Ja. Das sieht man auch, weil dachtest du dann, warst du dir, also ich war nämlich gleich am Anfang dachte, das ist die Arnold-Szenerie, aber auch nur, weil ich Dolores habe liegen sehen. Also man sieht halt das blaue Kleid irgendwie. Genau. Man hatte die Schüsse gehört und da war diese Kirche und dieser, und das, ich erinnere mich, das war ja auch das, was Ford in der ersten Staffel ausgegraben hat, wo dieser Kirchenturm noch so halb zu sehen war. Vollkommen richtig. Mhm. Nee, und das Spannendste, aber dann ist eigentlich natürlich die Reaktion, den werden wir öfters loben, diese Episode, der gute Zan McLaren, der den Akechita spielt. Ich bin schwer verliebt. Der macht so viel allein mit seiner Mimik und der Gestik. Und hier ist aber wirklich das Spannendste mit, dass er dann halt in diesen einen Saloon geht und dann das Maze findet. Ja. Und das was halt einst Doris gegeben wurde. Ja, und das Spielzeug, was eigentlich ursprünglich Charlie gehört hat, oder? Ja, dem Sohn von Arnold Weber. Genau, richtig. Und das fand ich sehr spannend, denn jetzt sehen wir halt einen Charakter, der
dieses Zeichen für sich interpretiert. Und ich habe auch, wir haben uns natürlich auch zu Gedanken schon immer gemacht, was dieses Zeichen bedeutet. Und wir sind schon einig, dass es einfach dieses Mace bedeutet, das ist der Weg zu dir selbst, zu deiner eigenen Bewusstsein, deiner eigenen Identität, Stimme. Ja. Und es ist ja dann auch, wird ja auch klar gesagt, er hat eine neue Stimme in seinem Kopf, seitdem er das Mace gesehen hat. Und ich finde es aber interessant, dass er das gleich so liest. Und da habe ich überlegt, ist da vielleicht schon irgendwas in ihm drin als Host implementiert, dass er halt auf irgend sowas reagiert, dass er weiß, das hat was zu bedeuten, ich muss es selber herausfinden, aber dieses Ding, das hat was, das ist nicht unwichtig. Genau, und das fand ich nämlich auch an dem Punkt, dachte ich, okay, krass, weil im Endeffekt ist es ja nur ein Zeichen. So. Ja. Aber was auch greift jetzt oder minimal... Ein Spielzeug. Ja. Genau, aber halt irgendeine Symbolik hat es ja trotzdem, ein Spielzeug. Und ich greife minimal vor, es wird ja später nochmal gesagt, dass Akechita ja sehr neugierig programmiert wurde und halt dazu programmiert wurde, über die Dinge hinaus zu gucken und einfach neugierig zu sein. Ja. Und ich glaube, das genau ist der Punkt, das hatte ich, glaube ich, auch in einem Podcast dieser Staffel schon mal erwähnt, dass sie vielleicht von dem Mindset, was sie halt den diesem Tribe gegeben haben oder den Natives, dass da einfach schon viel mehr so eine Bereitschaft ist, Dinge hinter Dingen zu sehen. Also auch tatsächlich mit einer Art Religion oder einem Glauben tatsächlich. Weil ich meine, so interpretiert das ja für sich. Ich finde, das bekommt schon fast was. Ja, so eine religiöse Suche nach einem selber. Wird dadurch verstärkt, dass das überall dann reinritzt und so. Es ist ja dann wirklich wie so sein neues Mantra. Ja. Auch wenn er es vielleicht noch nicht wirklich selber richtig deuten kann, aber er merkt, da ist was jetzt in ihm, das ihn jetzt auf neue Wege bringt und das muss was bedeuten. Genau, und das ist doch irgendwie, ich finde, mit den ganzen. Auch christlichen, mit der christlichen Symbolik, die wir auch viel in der Staffel haben, finde ich das jetzt auch nochmal so einen schönen Gegensatz. Also klar wird das jetzt nie deutlich gesagt, dass es jetzt irgendwie, dass das Ganze jetzt ein, irgendwie, das ist jetzt nicht die Religion des Mace-Spiels, ne? Auf jeden Fall, das meine ich oder nicht. Oder Arnolds Religion, die er geschafft hat und sein Symbol dafür. Aber darum geht es ja, genau, darum geht es ja auch nicht. Aber trotzdem, dass halt so diese Suche nach einem Selbst, was, finde ich, das Christentum ja im weitesten Sinne auch ist, was bedeutet Menschsein, wie sind wir zu verorten? Mhm. Also, wie sind wir zu verorten im Universum? Und das versucht er ja so auch ein bisschen mit seinem... Bloß, dass halt in dem Fall irgendwie die höhere Instanz halt wegfällt, sondern die größte Instanz bist du selbst, wie du vielleicht zu dir selbst findest. Das, ja, genau, auf jeden Fall, aber halt über was anderes. Also das hatten wir auch in der ersten Staffel viel mit. Ja, da hat keine Ahnung, Westworld ist voll von sowas, finde ich. Ja, auf jeden Fall, aber ich stimme dir sehr zu. Ja. Ja. Und ja, diese neue Stimme, die führt ihn halt auf einen neuen Weg. Jedoch passiert genau das dann, wo man halt wieder merkt, dass der Mensch ein Teufel ist, zumindest in diesem speziellen Fall, und er halt einfach nur wirklich ein Werkzeug ist oder eine Spielfigur auf einem großen Schachbrett. Denn er wird einfach so an diesem Punkt dann umprogrammiert. Das heißt, er kriegt einen neuen Handlungsstrang, einen neuen Loop. Was mir da so gut gefällt, ist, dass das nicht ist, weil sie gemerkt haben, oh, der guckt da irgendwas, sondern einfach nur, ja gut, wir brauchen jetzt irgendwas Spannendes irgendwie. Jedoch. Ja, oder? Pass auf, ja. Die Sache ist die, da muss ich auch ein bisschen vorweggreifen, denn wenig später trifft ja Akechita auf Ford. Ja. Und Ford sagt ihm neun Jahre später. Ja, genau, aber in der Episode. Ja, ja, ja. Und da sagt er Ford auch, es ist noch nicht so weit, es braucht noch ein bisschen, bis er wirklich braucht. Dass er ihn und beobachtet. Deswegen war halt meine Überlegung, dass vielleicht, zwar es fühlt sich an in der Szene, wo wir das hören von der Umprogrammierung, dass es was eine beliebige Entscheidung ist. Wir brauchen jetzt einfach wilde für eine gute Storyline. Aber es wird auch Ford erwähnt. Genau, und Ford sagt nämlich, Ford hat angeordnet, in der Szene sagt er, Ford hat angeordnet, dass wir jetzt das brauchen. Vielleicht hat er da schon gesagt, ich packe sie erstmal auf Halde und irgendwann ist es dann soweit. Weißt du, das vielleicht dann doch vor dem Endeffekt? Ja, oder gar nicht mal so mit so einer Intention, sondern einfach zu sagen, okay, ich will ihn weiter beobachten und gucken, was passiert, wenn ich das und das mache. Genau, also, ich bringe ihn auf diese Bahn, um zu sehen, was dann, was natürlich auch wieder gegen, je nachdem, wie man es auch auslegen möchte, für Ford spricht, wie er halt immer sagt, ich mach mal das, mal gucken. Also es ist wieder so ein Experiment von ihm eigentlich im Endeffekt. Ne? Ach, ich habe mich nochmal daran erinnert, dass er einfach ja überall dieses Zeichen reingemacht hat, auch auf diesen Fleischlappen. Ja, und auf der Fleischlappen. Und dann sagt er, wird ja auch zu hier zu Koha gesagt, dein Mann ist verrückt geworden. Ja. Und sie hat keinen Plan, was abgeht. Ja. Seine Frau Koha, die später noch eine größere Rolle spielen wird. Also es entsteht aber wirklich in diesen ersten Minuten ein sehr greifbares Gefühl von dem Leben, was sich Akechita aufgebaut hat, was ihm dann genommen wurde wieder. Aber was auch sehr interessant ist, bei dieser Umprogrammierung sagt ja auch die eine Technikerin, überspiel einfach den ganzen Rest, lass es drin. Hätten sie ihn da blank gemacht. Weiß nicht, ob das dann jemals dann dahin gekommen wäre, aber das ist halt, ein Mensch vergisst nicht. Und das, also diese Person vergisst nicht und sie nimmt es mit und sie wird sich daran erinnern. Ja, total. Ja, und so kommt es ja auch. Wir sehen ihn halt morden und brandschatzen, das ist alles furchtbar. Aber er ist mal ein bisschen anders als seine Gleichgesinnten, als die anderen Ureinwohner. Da gab es auch dieses großartige
großartige Bild, wenn wir schon von Kameraeinstellungen gesprochen haben, wie er da diese Wüstendüne entlang reitet. Meine Güte, großartig. Herrlich, großartig. Ja. Sie holen auch wirklich sehr viel aus Utah raus. Ich glaube, sie haben das da größtenteils auch wieder aufgenommen. Auf nach Utah. Ja, wirklich sehr schöne Location. Und dann auch sehr spannend, dass wir sind ja in der frühen Phase des Parks, dass er dann auch schon sich darüber bewusst ist, dass es halt nicht nur sie gibt, weil anscheinend haben sie ja erstmal diese Hosts am Rand für sich gelebt, aber er merkt dann, es gibt auch andere, denen er keinen Schaden zufügen darf, und zwar diese Newcomers. Genau, und das finde ich ist so cool und das halt einfach, dass er das halt einfach so rausgefunden hat, okay, das sind dann, das ist diese, genau, das, wie, ich glaube, er hat es ausgedrückt, Feeling Other Lives, dass sie halt so sind wie sie, aber anders. Und das finde ich, also nicht, dass er irgendwie einfach in so eine Linie reingeschmissen wurde, sondern er hat schon selbst vorher gemerkt, da ist jemand gewesen, der eigentlich nicht dahin gehört. Und da gibt es ein lustiges kleines Wiedersehen, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und zwar liegt da auf einmal der arme, komplett verrückt gewordene Logan in der prallen Sonne. Ich finde, der hat sich angehört wie ein kaputter Host. Ja, voll. Ich glaube, es war auch die Intention, oder? Also er hat irgendwas vor sich hingebrabbelt. Ja. Wir erinnern uns, wir haben ihn am Ende der ersten Staffel gesehen, wie er nackt von William auf ein Pferd gesetzt wurde und dann mach's gut. Und da ist er gelandet. Ihm wird sogar auch geholfen von Akechita mit dieser Decke, um ihn ein bisschen zu schützen. Aber es ist natürlich immer wieder das, was Logan schon wieder sagt. Das alles ist eine Illusion, falsche Welt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sowas, das sagt auch Akechita. Das muss einen Weg nach draußen geben, Akechita sagt, das hat was in ihm ausgelöst. Ja, und Wrong World, das hören wir ja auch ganz oft. Genau. Hast du in dem Moment ein bisschen Mitleid mit Logan gehabt? Weil wir wissen ja eigentlich, was er für ein ekelhafter Lappen ist. Ja. Aber für mich war so ein bisschen... Ja, kein Wunder, dass du dann später an einer Überdosis an Drogen gestorben bist, weil anders kriegst du das wahrscheinlich nicht mehr verarbeitet, was dir widerfahren ist. Also Mitleid hatte ich irgendwie nicht, also eigentlich nicht so viel Bezug dazu. Also klar, es ist irgendwie scheiße, in der Wüste irgendwie unter der Sonne kaputt zu gehen. Ja. Ich fand eher interessant, dass, Akechita ihn nicht mitgenommen hat. Mhm. Ich frage mich, ob es nicht eigentlich, also ob es so ein Helfer-Code nicht gibt, es sowas nicht in Host, dass sie verloren gegangene Menschen vielleicht im Zweifelsfall einsammeln müssen und dass er halt schon... weil er hat ihm ja diese Decke gegeben und das ist ja schon so ein Akt der Hilfe. Und ich fand auch diesen Satz, your kind will come for you, sehr, sehr spannend. Ja. So deine Gattung wird wäre vielleicht holen. Nicht doof gewesen, ihn doch mitzunehmen, weil er sucht ihn ja später nochmal, um nochmal seine Hilfe zu bekommen. Dann ist er natürlich nicht mehr da. Ist natürlich doof gelaufen für Akechita. Also hätte er sich vielleicht gleich um ihn gekümmert. Aber dann wäre es eine ganz andere Geschichte wahrscheinlich geworden, weil er hätte auf einmal Logan mittendrin gehabt. Und ist halt die Frage, wie viel er einem Logan geben kann, nachdem er jetzt schon in diesem geistigen Verfall ist. Ja, ich denke auch. Also ich finde irgendwie an dem Zeitpunkt, wo wir uns befinden, also ist ja so ein Zeitpunkt, wo Akechita schon weiß, okay, es gibt diese Newcomers und irgendwie irgendwas ist komisch, aber ich weiß nicht genau was. Ich finde, dann passt es halt viel eher, dass er irgendwie für sich so denkt, okay, hier, das sind wir und das sind die anderen und dass er dann halt mit diesem Gedanken, die er halt bekommen hat, davon reitet. Also ich find's irgendwie, das dann nutzt und dann auch langsam merkt, stimmt, da war mal was. Da war mal ein anderes Leben. Also ich bin nicht nur dieser mordende Ureinwohner, der halt hier stigmatisiert wird von irgendwelchen Parkbetreibern. Nee, er erinnert sich tatsächlich zurück an sein altes Leben und das ist so dann sein neues Ziel erstmal. Mhm. Ne? Sein altes Leben zurückgewinnen, er hinterfragt seine Taten, das ist so ein neuer Selbstfindungsprozess und dann gibt es immer wieder diese Rückblicke, dass er halt auch wirklich so eine, er empfand Liebe und das ist ja auch so eine Emotion, die halt so für den Host mechanisch eher erstmal im Kopf bei uns nicht stattfindet, aber doch, die waren halt schon so weit, dass da halt die Beziehungen etabliert haben. Das ist auf jeden Fall, das ist auch meine neue, wie sagt man das, meine die Abschiedsgruß? Nein, das ist mein, dieses also Liebe ist quasi der neue Inhalt von Westworld oder der neue Inhalt von Menschsein. Ja. Weil das ist halt irgendwie, also ich finde, das ist klar, diesen Abschiedsgruß, den wir am Anfang auch gehört haben, das ist schon sehr, sehr schön, aber ich fand auch einfach, wie er dann irgendwie sich eben erinnert, auch an sein Dorf und eben, als er seine Frau gesehen hat, seine Liebe gesehen hat, sich dessen bewusst wird, aber dass er dann auch so sagt, ich wusste irgendwie, mein Leben ist nicht wahr, aber dass mein Zuhause ist irgendwie auch falsch, aber halt sie, diese Liebe, die ist halt irgendwie echt. Ja. Und das ist ja auch das, was Maeve immer sagt und das finde ich ist so schön, auch wenn man die ganze Episode so als Gesamtding sieht und was die beiden auch so eint, das ist halt... Ja, das kann was ich so, sie eint, ja, diese Parallelen sind sehr... Das kann ich so nachvollziehen, wirklich. Ich meine, das ist doch, Es ist ein Antrieb, für den es sich zu leben lohnt und für den es sich auch lohnt, einen auch Ausweg nur, aus dieser Hölle zu finden. Und der ist auch echt, auch wenn er nur programmiert ist. Also das finde ich ist so, ist jetzt in sich ein, also in sich nicht stimmig, schlüssig, aber ist so. Ja.
Ja, und er sucht ja dann auch nach dem Ausweg, beziehungsweise überlegt, wie kann er denn dieser, diesem Trott entrinnen und ein wahres Leben und ein echtes Leben in der wahren Welt führen. Und findet dann tatsächlich auch das Valley Beyond, was wir auch schon von in anderen Folgen gesehen haben. Passage in eine andere Welt. Richtig. Oder auch Williams Waffe. Ja, alles Mögliche. Ich muss sagen, das sah jetzt für mich wieder sehr technologisch aus und ich bleibe dabei, dass es sah wirklich wieder wie so eine Serverfarm aus. Und ich gehe nachher davon aus, dass es jetzt vielleicht so eine Mega-Cradle ist. Mit allen menschlichen Geistbewusstsein was auch immer, oder halt mit allen, mit den Mitteln, dass man das irgendwie, oder mit, ja, vielleicht sogar beides. Also wir gehen nicht davon aus, dass es wortwörtlich ein Übergang ist in die echte Welt, sondern dass es im übertragenen Sinne die Menschen sind. Aber genau das ist doch der Ort, an dem, also das, können wir auch später zu kommen, ich hoffe, ich merke es mir bis dahin, weil ich habe es nirgendwo aufgeschrieben, aber genau das ist es doch, dass er sucht ja den Ort, in eine andere Welt überzugehen, um dort auch quasi die verloren gegangenen Seelen, das ist, kann nur das sein, es kann nur Backup World sein, oder Super Backup World. Super Backup World. Wir brauchen mehr Welten in dieser Welt. und da ist halt die große Erkenntnis für ihn auch, ja, die Welt hier, die ich, in der ich lebe, ist wirklich die falsche. Da liegt die Wahrheit begraben unter diesem, wo dann später dann wirklich, wo er nochmal dahin zurückkehrt, wo er, oder beziehungsweise, kehrt er überhaupt denn zurück? War es dieselbe Szene? Ja. Wo dann nichts mehr zu sehen ist. Genau, da kehrt er dann mit seiner... Genau, denn er sagt sich dann auch, ey, ich werde jetzt flüchten mit meiner Frau zusammen, dass ich auch so, ja, jetzt wird sie erstmal von ihm entführt, was natürlich so ein bisschen... Ja. Aber ich habe mir überlegt, wie kriegst du sonst sie davon überzeugt, dir zu folgen? Weil sie erinnert sich halt irgendwie gar nicht, aber dann, als sie dann... Ich fand es auch jetzt nicht so schlimm, ne? Im Endeffekt, also es war jetzt nicht super übergriffig und irgendwie kann ich es total nachvollziehen. Wenn sie die einzige Person ist, die irgendwie Echtheit für dich markiert oder ein wahres Leben für dich ist, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen. Wäscht er sich ja auch dann seine Kriegsfarbe ab. Ja. Und dann kommt der Bonding-Moment. Ja, und der war in dem Fall nicht persönlich auch sehr schön zwischen Koa und Akechita. Denn da merkt man schon, dass da was näher drin ist, was jetzt abruft. Ja, irgendwie, er war raus aus ihrem Programm, aber da ist irgendwas noch versteckt. Und das kommt dann wieder in diesem emotionalen Moment. Ja, ihr wart jahrelang ein Paar. Und das fand ich halt wirklich auch sehr... emotional und umso schlimmer war es dann, dass im nächsten Augenblick, als sie dann gemeinsam sich auf den Weg begeben, raus aus dieser schlimmen Welt, sie dann wieder ihm weggenommen wird. Er verliert sie wieder durch irgendwelche Techniker, die halt diesen Stray finden. Das ist auch ein schöner Callback nochmal zur ersten Staffel, wo wir auch gesehen haben, dass die Ghost Nation auch diese Zeichnung hatte. Ne? Ja. Ja, also ich fand das sehr schön und ich fand schön, dass so ein Schlüsselsatz, den sie halt hatten, den wahrscheinlich so ein Lee-Dude ausgedacht hat, so romantisch, die Frauen werden das Leben. Ein schöner Cornerstone, den du niemals vergessen wirst. Und ja, zack, boom, hast du halt einen schönen Cornerstone, den du niemals vergessen wirst. Ja. Und das ist auf jeden Fall super tragisch. Ich hatte so leichte Anleihen von Sisyphus in meinem Kopf, als ich dann den Akechita da gesehen habe, wie er halt immer wieder den Stein hochrollt und hinten geht er wieder runter und er findet einfach keinen Frieden oder nicht sein Glück und da tat er mir schon wahnsinnig leid. Wie fandest du, er sagte dann auch so, dass er halt in die True World gehen will, entschuldigt bitte mein Englisch, und dass es ein Ort ist, an dem die Erinnerungen sicher sind, wo ich nochmal auf meine Backup-Superworld hinweisen möchte. ich meine, weil er weiß doch gar nicht, was das ist in dem Moment. Ich glaube, er kann sich auch gar nicht vorstellen, was das sein soll. Ja. Gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht weiß er einfach nur, wie falsch diese Welt ist, dass er automatisch die andere... Die kann nur besser sein. Vielleicht so, dass pragmatisch rangeht und sagt, wir müssen hier raus, weil das ist auf jeden Fall falsch. Es kann nur wahrer werden. Und, und er hat ja auch, und dadurch, dass halt die Newcomers auch von außen reinkommen und nicht umgekehrt, also sie können ja nicht raus, macht das schon alles Sinn auf jeden Fall. Ja. Und dann kommt der tragische, super tragische Moment, wenn er sie sucht. Ja, er sucht sie, er geht auf eine Reise, die ihn auch weiter formt als Individuum, denn das ist jetzt ja die Stelle, wo er dann durch ganz West wird. Achso, davor, ich dachte noch, was ich nämlich auch krass fand und auch einen wichtigen Schlüsselmoment, dass er ins Dorf zurückkehrt, sie sucht und dass sie dann ersetzt wurde durch einen Ghost. Achso, ja, das kam, glaube ich. Davor. Nee, es kommt dann da direkt. Wo habe ich denn meine verrückten Aufzeichnungen hier? Hier. Nee, alles gut. Ja, nee, also, hier habe ich es, genau. Sehr gut. Also das fand ich nämlich auch, wie schlimm muss das sein? Und ich fand es interessant, dass dass er sie als Ghost, also als Geist bezeichnet hat, weil im Endeffekt ist es ja eine ganz andere Person so. Aber halt auch einfach schon zu merken, okay, es sind irgendwie leere Gestalten so. Ja, das finde ich,
ist ganz. Ja, das kumuliert ja dann nachher in der Szene, als er dann noch in diesen ganzen, in der Messer drin ist, da sprechen wir gleich drüber, wo du auch merkst, was eigentlich mit diesen armen Hosts gemacht wird, ja, denen wird die Möglichkeit gegeben, menschlich zu sein oder eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, aber dann sind sie doch nur Spielsteine und können auf Knopfdruck entfernt werden und was damit ihnen zugetragen wird an Schaden, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil sie ja auch empfinden und fühlen. Ja, Akechita macht sich halt dann auch so ein bisschen Weg, sich selbst zu finden. Das meint diese Szene, wo er halt dann wirklich durch Westworld durchmarschiert. Ja. Da fand ich auch, das war ein schöner kleiner Moment, wo er dann wirklich auch angefeindet wird und offensichtlich auch verletzt wurde, aber dann halt irgendwie zur Tochter von Maeve kommt, die ihm halt hilft. Genau. Was auch so ein bisschen für sie spricht, mit ein bisschen Empathie und ein bisschen für andere Leute da zu sein, auch wenn man sie vielleicht nicht kennt und über, keine Ahnung, den Einband eines Buches hinwegzusehen, kann man ein bisschen, ist ein bisschen schmalzig, ist ein bisschen... Nee, aber das finde ich ja auch was Kindliches, muss ich gerne, also ich, das ist halt... ein Kind unterscheidet nicht, ne? Ein Kind unterscheidet nicht, ein Kind sieht halt, ja, es wird ja auch angesagt, du hast mich als den gesehen, der ich wirklich bin. Und ein Kind kennt Normen und Regeln und Ismen, kennt halt ein Kind noch nicht. Also das ist halt einfach dann ein armer Typ, der halt irgendwie da verletzt ist und Wasser braucht. Ja, genau. Und der braucht einfach nur Hilfe. Und dann kommt er ja nochmal zurück zu seinem Dorf und da merkt er auch, ja, nicht nur ich habe meine Frau verloren, die wurde ausgetauscht, sondern auch diese eine Stammesälteste, dass der Sohn ausgetauscht war. Das waren, halt so genau, seine ganze Familie, dass halt immer weniger quasi da sind, aber auch gleichzeitig, dass manche halt eben auch das Gleiche fühlen. Ja, genau, richtig. Bloß er ist halt schon einen Entwicklungsschritt weiter und kann jetzt vielleicht auch helfen, vielleicht, dass sie da auch dahin kommen, so wie er zu fühlen und zu denken. Und da fand ich es auch sehr interessant, dass dieses ganze Ding mit diesen Technikern, die halt permanent Gott oder Teufel spielen, Erzeuger und Zerstörer, dass die schon fast wie so eine eigene Kulturreligion halt dann gebildet haben. Genau, das meinte haben, ich auch vorhin. Das gibt es irgendwie, das sind die ones below. Ja, was halt irgendwie das hat, das finde ich irgendwie so ein schöner Metakommentar, denn es weist für mich so in Richtung einer Glaubenskultur von irgendwelchen amerikanischen Ureinwohnern hin, die schon lange vor vielen anderen Menschen da waren, die aber sich irgendwie einen Reim gemacht haben aus ihrer Welt und wie die Dinge passieren. Ja, genau. Und ich meine, im Endeffekt ist es genau das, was die ganzen Hosts machen und was auch Menschen tun. Ne? Also, sie suchen sich irgendwelche Strukturen, die halt damit einhergehen, damit sie erklären können, was ihnen widerfährt. Genau. Und was ich halt auch spannend fand, dass halt manche irgendwie dafür beten, dass sie halt geholt werden und andere haben halt irgendwie Angst, dass sie geholt werden und halt für immer dann unten bleiben, was halt auch schon passiert ist. Und das ist halt echt auch genau, dass du halt so diese höhere Gewalt hast. Was ist ja in dem, es ist ja eine höhere Gewalt. Ja. Also klar, wir, die die Serie von außen betrachten, aber natürlich auch den technischen Hintergrund wissen, aber im Endeffekt, wenn du dich in so einen Host nicht weißt, ja gut, dann ist halt da so ein Typ in einem gelben, lustigen Anzug und der entscheidet drüber, ob du stirbst oder lebst. Und ich erinnere mich jetzt noch an die erste Staffel zurück, da gab es auch so eine Szene, wo ein paar Ureinwohner irgendwie durch die Stadt, ich glaube durch Sweetwater geführt wurden oder Escalante oder was auch immer und da war so ein kleines Mädchen mit dabei und die hatte so eine Puppe, die aussah wie so ein Techniker. Ja, genau. Als wäre das wirklich so wie großartig. so eine Götze, die sie halt, das sind die über unser Leben entscheiden. Und was ich dann auch schön finde, ist, dass halt, ich meine, das müssen die doch in Westworld, in der Mesa irgendwie gecheckt haben, dass die haben sich da bestimmt, haben sich darüber lustig gemacht. Oder fanden es halt witzig, dass die halt so einen Kult da draus machen, könnte ich mir vorstellen. Gefühl der Macht einfach über irgendjemanden. Ja. Ne? Was auch wirklich, da kommt wieder dieser Punkt Metakommentar, wie man halt jemand unterdrückt, auch gerade vielleicht amerikanische Ureinwohner und wie man halt mit ihrer Leichtgläubigkeit spielt oder mit ihrem Glaubenssystem. Das ist ja nicht mal eine Leichtgläubigkeit. Nee, aber halt ich meine, einfach, Es ist halt... Also ich meine, im Westworld-Kontext ist das alles eigentlich ziemlich clever. Es sagt halt genau das, was es ist in ihrer Realität. Wenn du dich selber als Person, als Menschen wahrnimmst, dann ist es genau das. Da kommen irgendwelche und die entscheiden eben, ob du leben darfst oder sterben darfst, ob du wiederkommst oder nicht wiederkommst. Ja. Und mehr ist es ja nicht, wenn du halt den ganzen technischen Firlefanz nicht kennst, der dir, glaube ich, auch egal ist, wenn du halt in der Haut steckst. So, ja, genau. Aber ich finde nämlich auch, also ich glaube, was du auch meinst mit dieser Leichtgläubigkeit, aber dass halt Unterschied gemacht wird natürlich bei verschiedenen Menschengruppen, wie ernst zu nehmen diese sind oder nicht. Und ich glaube, das ist, also sonst ganz ehrlich, mir wäre der Arsch auf Grundeis gegangen, wenn ich jetzt da so ein Worker wäre und so ein One Below und plötzlich hat so ein kleines Kind eine Puppe von mir in der Hand. Fuck. Ja, weißt eben, du? Eben. Ja. Ja, und Akechita will halt dann auch diese Glasdecke durchbrechen. Mhm. Er sagt so, ne, da ist mehr als, wir können das nicht nur als irgendwelche Gottheiten oder irgendwelche Götzen wahrnehmen, die uns halt lenken und steuern, über unser Leben entscheiden. Na, er muss in dieses Innere vordringen, weil er weiß, da ist irgendwas. Er hat ja die falsche Welt, beziehungsweise die richtige Welt gesehen. Und das fand ich auch so cool, wenn er dann, als er sagt, okay, es ist der einzige Ort, an dem ich nicht nach ihr gesucht habe, ist halt
der Ort, der auf der anderen Seite des Todes steht. Und ach, ja, das hat mir... Und ich finde es auch spannend, dass er dann halt, da waren wieder die Erinnerungen an diesen Stray aus der ersten Staffel, dass er auch so ein bisschen so eine Art Stray ist in dem Sinne, er wird auch kurzzeitig so genannt von der einen Stammesältesten, glaube ich, als er dann bei den anderen, bei der Ghost Nation ist, dass er halt von seinem Pfad abweicht und dadurch natürlich erst eingezogen wird. Eine super clevere Idee eigentlich, dass er halt wirklich da runterkommt. Der muss ja irgendwie eine Anomalie aufzeigen, damit er halt kontrolliert wird. Aber er wird doch erschossen, er wird einfach erschossen. Nee, ich meine, die Sache ist, die Szene, wir sehen ja, wie er einen nicht mehr die Kehle durchschneidet und dann geht er auf Menschen zu, auf Gäste. Genau. Mit Roti. Genau. Und das ist sein Abweichen vom Pfad, weil normalerweise hat er sie nicht bedroht. Ja, aber er ist ja so komplett vom Radar verschwunden, haben wir auch gesehen, was auch von Host ja relativ untypisch ist. Er fällt halt auf durch eine Aktion, die sonst nicht in seinem Programm drin ist. Weißt du, was ich meine? Ja, weil er halt getötet werden will. Richtig, um aufzufallen, um halt eingezogen zu werden. Aber du wirst, der wird ja nicht eingezogen, er wird ja getötet. Und dann, wenn du getötet wirst, egal ob von einem anderen Haus oder einem Mensch, meinst du, dass er dann erst geflickt wird? Aber ich habe das so verstanden, dass er halt mal nicht in seiner Bahn bleibt und dadurch wird es auffällig für die. Und deswegen ziehen sie ihn ein und dann merken sie erst, okay, der hat überhaupt kein Update gehabt seit 9 oder 10 Jahren, was das war. Aber das habe ich glaube, dass wenn der Host, der Körper kaputt ist und geflickt ist, dann wird der Schaden behoben und dann guckst du da logischerweise auch drauf. Und ich denke, dass es nichts anderes ist. Ich glaube, er hat sich einfach töten lassen, auch gerade mit dem im Hinblick darauf, dass er halt vorher irgendwie sagt, okay, er will auf die andere Seite des Todes schauen. Finde ich, macht das alles Sinn. Ah ja, so ist es auch. Also ich habe tatsächlich dann auch so diese doppelte Ebene gesehen, aber so ist natürlich auch, klar, einfach nur, weil aber ich meine, natürlich war ich da trotzdem von seinem, er lässt sich halt umbringen. Ich meine, das ist halt was er früher nicht gemacht hat. Ja, also und dann ist es vielleicht dann doch wirklich nur der Nebeneffekt, dass sie dann erkennen, dass er halt ein älteres Modell ist und das darf keiner erfahren. Und das denke ich mir auch so, nein, du Troller, was ist mit dir? Da merkt man eigentlich wieder, wie bei jeder anderen Firma auch, ne? Irgendwie ein jahrelanger Fuck-up. Wird festgestellt, was machen wir jetzt? Wir packen ein bisschen Tesafilm drüber und das hält das schon. Sieht schon niemand. Weißt du, wie so ein Comic-Pflaster einfach. Genau. Ja, voll. Richtig. Das fand ich irgendwie sehr witzig und hat auch wieder so ein bisschen für sich gesprochen. Ja. Und dann gibt es eine wunderschöne Szene, auch musikalisch hervorragend unterlegt, eine Coverversion von Nirvanas Heart-Shaped Box. Einige werden es vielleicht gleich erkannt haben. Ich zum Beispiel. Als alter Nirvana-Head. Ja, schon. Ich war eher bei den Smashing Pumpkins, aber Nirvana auch, klar. Wusstest du, dass der Leadsänger von den Foo Fighters genauso aussieht wie eine junge Version des Drummers von Nirvana? Das ist ein sehr beliebter Internet-Gag. Ich glaube, die Leute können sich nicht halten vor Lachen. auf jeden Fall habe ich in dem Moment an Maeve denken müssen, in dem Sinne, wie sie in der ersten Staffel auch durch diese Hallen gegangen ist. Auch, ich glaube, das war damals Radiohead. Ich habe jetzt den Titel des Songs nicht mehr im Kopf. Ich glaube, und wie sie dann auch sich selber, aber sie geht ja durch die neuen Hallen. Genau, das ist ja ihr Moment, wo sie erkennt, oh Gott, das ist halt, das ist wirklich die Realität. Wenn sie dann sich selber und ihre Tochter sieht und dann, oh Gott, Richtig, und sie sieht den toten Teddy in der Ecke und jetzt sehen wir halt, wie Akechita, und ich finde das auch so ein bizarres Bild, wie er halt noch komplett in seiner Kluft ist, in seiner Kriegsbemalung, und dann läuft er halt da durch diese Hallen und kommt auch in den älteren Teilen des Parks an, also in dieser Mesa. Ganz wieder so ein erhabener, aber auch so ein erschütternder Moment. Also ich kann nicht sagen, ich habe geholfen, Schlosshund. Ich fand das richtig, richtig, richtig ergreifend. Wir brauchten Sandsäcke, um deinen Arbeitsplatz ein bisschen schon tatsächlich. Bevor alles geflutet wird. Felix musste Deich bauen, damit sein Schreibtisch nicht auch überflutet wurde. Ja, es wird also kommt ja noch schlimmer. Mich hat selten, eigentlich glaube ich, habe ich, das war es, ja, ich habe, glaube ich, noch nie so viel gefühlt wieder, aber erzähl weiter. Nee, es kommt ja dann wirklich, und die Gefühle, die werden ja dann, werden so krass gemolken von diesen verdammten Bastarden, als er dann vor dieser leeren Kuana steht, diese Hülle. Also das hat mich auch zerrissen, ne? Wie gesagt. Und da passiert nichts. Nichts passiert. Und das Schlimmste, das find ich finde natürlich in dem Moment den persönlichen Verlust für Akechi da wahnsinnig schlimm. Aber dann kommt es ja noch knüppeldicker. Und zwar sagt er ist nicht alleine mit diesem Verlust. Genau. Sein Schmerz war irgendwie, ich finde es auch sehr poetisch, war irgendwie sehr eigensinnig und sehr egoistisch. Aber das sind alles Menschen. Nee, aber er sagt ja, der Pain war nie nur seiner. Ja, genau. Aber ich meine, vorher war es halt so, er war der Einzige, der halt so einen Schmerz hatte. War eben nicht, weil um ihn herum stehen jetzt ganz viele leere Hüllen. Und für jeden, der da drin steht. Für irgendjemand war das jemand. Ja, gibt es halt jemanden, der halt trauert in der Wrong World. Das hat mich auch zerrissen. Ja, und dann wird es ja noch schlimmer, es wird ja immer schlimmer. Das ist wirklich eine Kaskade der Schlimmerei. Also es hört gar nicht mehr auf. Also auch, als er seine ganze Family da im Hintergrund stehen sieht und wie gesagt, mit dieser Musik, und das ist so wunderschön inszeniert. Ich finde, das ist, also kriegt das auch mal hin, das ist ja, ich finde, das ist on the point, muss ich wirklich sagen. Ich finde, wie du auch sagtest, die Erhabenheit, wie er da durchläuft, die Gefühle, die er hat, wie er in dem ganzen Setting wirkt, das ist alles, ich habe da nichts dran auszusetzen. Die musikalische Untermalung, ich meine,
also weil ich finde oft Sachen auch gut, die ein bisschen drüber sind, weil ich dann gut mitgehen kann, aber das ist nicht mal drüber, finde ich. Das ist auf einer dezent überragend. Ja, das ist, schon ein bisschen. Ist halt ganz, ganz spannendes Ding, was halt Uta Briesewitz da gemeinsam mit den Autoren auch dann aufs Parkett zaubert und einen tatsächlich im Kern irgendwie trifft. Ja. Und dann kehrt er auch irgendwie zurück und teilt halt auch seiner Familie mit, weil sie dieser Stammältesten, was er da gesehen hat. Und dann finde ich spannend, dass er sagt, er möchte eine Tür schließen und eine andere öffnen. Ja. Schließen würde ich jetzt so interpretieren, der Weg für die Techniker rein zu ihnen, dass sie nicht mehr was nehmen können. Genau, für die Menschen und die, ich glaube, die auch die Newcomers, generell die Gäste Menschen, auch, die dass Gäste, sie sagen, würde ich sagen. Und öffnen, dass sie halt wirklich, dass wir schon gesagt haben, dass sie rauskommen in die wahre Welt. Genau. Ist das entweder das, also würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass er eine andere Tür, also ich glaube, er sieht vielleicht im Moment noch nicht so ganz, dass das Gleiche ist. Mhm. So, und dann habe ich in meinem, ich weiß halt nicht, ob er. Weil er jetzt ja auch schon irgendwie ein Backup bekommen hat und ob er ihm schon klar ist, was sie sind so und ob er nicht mit dieser, dass er eine Tür in eine andere Welt öffnen will, vielleicht schon meint, okay, weil sagt er später auch, wo wir wieder vereint sein können mit unseren Lieben, dass er wirklich eine Art Tod meint oder eben Backup-World quasi. Ja. Aber vielleicht ist das auch noch nicht der Moment, sondern kommt das später. Aber es erwähnt er auf jeden Fall, dass sie an den Ort gehen wollen, wo er sie wieder finden kann. Das sagt er sofort später, glaube ich. Ja. Und was ich auch so, ich weiß nicht, wenn er dann da steht und sagt, wir können die Verdammten, sagt er, nicht zurückbekommen. Die sind weg. Die kommen nicht wieder. Und dann mit dem Zopf und so. Ja. Ja, das ist wirklich auch wirklich sehr stark gespielt von Sam McLaren, auch wie er da auf diesem Stuhl sitzt und sich zurücklehnt und fürs Update bereit war. Wo ich kurz überlegt habe, das Update, wird das vielleicht irgendwas verändern oder kann er weiter er selbst sein? Weißt du, was ich meine? Nicht, dass dann irgendwie durch das Update. Oder er wird halt so, weil ich glaube, er hat schon ähnliche. Vielleicht kann er auch ähnliche Dinge remake, man weiß es nicht. Das weiß ich eben nicht, weil. Oh, das ist sehr gut, dass du das sagst. Weil mit Ford später, er kann ja auch einfach sich analysieren lassen von das Ford. Stimmt, ja. Ob Ford so eine Überschreibungsmacht hat über Hat jeden. Sich auch nicht angehört wie eine normale Analysis, finde ich. Aber stimmt schon. Ja. Ich habe auch immer überlegt, wo sind die Parallelen zu Maeve, und es gibt einen gewissen Grund, warum wir so viele Parallelen hier haben. Und es ist eigentlich Quatsch, dass wir es noch nicht gesagt haben, aber ich will es mir aufheben. Nee, wir wollen über das ganze Ding ja am Ende. Richtig, reden, genau, weil da gibt's, das ist nämlich der große, der kommt der Emotionsknibbel aus der Ecke und trifft dich voll an der Schläfe. Und ich finde, hat das Westworld, ich meine, klar, wir haben es mit Clementine ein bisschen gesehen oder auch wie als Dolores, glaube ich, da rein, oder nee, als Maeve durch den durch diesen Saal mit den ganzen lobotomierten Hosts gelaufen ist. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber ich fand sonst halt, was halt wirklich Tod bedeutet für die Hosts. Und ich meine, das ist ja das, die halt auch vielleicht nicht unbedingt von diesem Backup wissen. Beziehungsweise das Backup ist ja auch eine andere Version dann. Und das finde ich schon, das finde ich so ergreifend, wenn du irgendwie durch diesen Friedhof läufst, irgendwie der halt, also ich weiß nicht, das ist. Und ich fand es auch schön, dass sie nochmal gesagt haben, okay, das hängt halt alles so zusammen, dass es ein Band gibt. Und es gibt es ist zu viel für mich gewesen. Zu viel. Wir springen mal ganz kurz in die Jetzt-Zeit im Vergleich zu in dieser Episode Jetzt-Zeit zu Lee und Maeve. Das war die Szene, die wir kurz vorhin erwähnt hatten, wo Lee wirklich, wie ich finde, doch eine sehr sehr aufrichtig sich entschuldigt. Ja, hab ich auch gemeint. Da hatten sie dich ab dem Moment dann wahrscheinlich. Da kam sie nicht mehr raus, das ist aus der Tränenhölle. da war ich dann auch von Quarterman, dem Darsteller, doch sehr überzeugt, muss ich sagen. Und ich habe ihm das auch wirklich abgekauft. Ja. Aber ich habe auch immer wieder daran gedacht, was würde Maeve machen, wenn sie jetzt in der Lage wäre, zu reagieren? Würde sie ihm verzeihen? Wäre sie so. Das wäre die nächste Stufe halt, sich nicht zu rächen, sondern zu sagen, ich verstehe, warum du das gemacht hast. Dann würde er eher mit ihr. Wir haben ja immer diese Maeve die Gute, Dolores die Böse. Würde er dafür sprechen, der sagt, okay, ich verstehe das. Aber es war immer in ihre Tochter. Dadurch hat sie aber ich finde ja auch, dass die nicht. Also schwierig. Ich finde ja, klar sind das so gerade die Rollen, die beiden übernehmen. Aber ich finde ja, dass sie trotzdem beides ja in sich tragen. Ja. Aber ich glaube, genau, ich könnte mir vorstellen, dass Maeve schon eher auf der verzeihenderen irgendwie Ebene ist. Meine Lee merkt ja dann auch, schön, dass ihr jetzt. Also er wollte ja ihr helfen oder ihr helfen lassen. Und jetzt merkt er einfach, nee, die wollen die einfach nur ausschlachten. Und wie sie da liegt, ne, das finde ich auch. Wie so ein Stück Vieh. Ja, und auch so also cool gemacht auch vom, vom hier Make-up-Artist. Also irgendwie, dass halt diese Halsschlagader offen ist. Und dann läuft da wahrscheinlich hier wieder diese Host-Liquid-Sache rein. Ja. Schmieröl. Ja, die wollen, also wirklich, der Körper oder das, was Maeve sich entwickelt hat, ihre Identität, ist ihnen komplett egal. Der Code ist halt entscheidend, weil der Code ist halt einzigartig. Den haben sie ja schon, ne? Also das hat sich so angehört, finde ich. Da wollen sie ja dran, weil Maeve könnte irgendwie ein Schlüssel sein, um ein gewisses Problem zu lösen, was wir später auch erfahren. Wissen wir das Problem?
Ich weiß nicht, ob wir... Das erfahren wir nicht, Nee, ich meine bloß, sie durch diesen Code, den sie hat, durch diese Eigenständigkeit, hat sie sich halt sehr... Für was? Ja, warum muss er viel versprechen? Genau. Ja. Ich glaube tatsächlich, die Antwort könnte relativ einfach sein für die Frage, warum sie Maeve brauchen oder warum sie ihren Code wollen. Aber da würde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, aber vergiss es nicht. Nee, auf keinen Fall. Ich habe da hier, das ist kurz zum Ende, passt es ganz gut. Ja, und dann springen wir halt wieder zurück zu Akechita und wie er halt dann das Symbol des Maeves unter seine Leute gebracht hat. Das stimmt. Ah ja, und wir wissen aber, dass Maeve, merkt man schon, dass sie wach ist und auch Maeve ist. Ich finde schon, dass sie aufnahmefähig ist, aber nicht ausdrucksfähig irgendwie. Echt? Ich finde, da dachte ich schon, oh gut, zum Glück sie ist zurück. Gleich. Ich dachte kriegt alles mit, aber ich dachte nicht, dass sie sich bewegen kann. Genau, richtig, das meine ich. Ich dachte so, okay, vielleicht springt sie gleich auf. Und, also nicht jetzt direkt, aber entschuldige bitte. Ich fange schon wieder an, jedes kleine Detail zu sagen. Nein, das finde ich gut, weil, weil wir dürfen das nicht vergessen, dass Maeve tatsächlich wichtig. Während dieser Erzählung von Akechita, wir sehen immer wieder Blicke zurück. Mhm. Wir haben die jetzt mal so ein bisschen übersprungen oder zusammengefasst, aber wir sehen immer wieder kleine Aufnahmen von Maeve auf dem Operationstisch. Und oft auch nur mal 5 Sekunden und oder so. Man sieht die Augen und die wirken halt in gewisser Art und Weise ein bisschen kalt, aber sie ist da. Genau. Sie ist da. Ja. Man merkt, dass da was in den Augen ist, dass sie halt mitbekommt, was mit ihr passiert. Was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, ist ein Satz nur, dass das Voice-Over, mit dem viel gearbeitet wird, von Akechita, sehr gut gemacht ist, finde ich. Ich bin oft ja manchmal, manchmal keine Freundin von zu viel Voice-Over, aber ich finde, das funktioniert super gut. Ich glaube, Grund dafür könnte auch sein, dass es einfach sehr bewusst und nicht unnötig eingesetzt wird. Und, also es ist halt, und natürlich mit diesem netten Twist, den wir am Ende halt auch sehen. Genau, ne? Aber generell alles, was gesprochen wird an Dialogen, also es ist eine schon vergleichsweise eher dialogarmere Episode, weil halt wirklich viel mit einfachen Sätzen erzählt wird aus der Sicht von Akechita. Ja, wir haben halt viel auch in nichts sagen. Die Sprache? Ja, in Lakota. Genau, richtig. Und das, finde ich, ist auch Chapeau Westworld, gut gemacht mit den Sprachen. Ja. Finde ich wirklich, also es ist cool. Authentisch und natürlich ein ganz anderes Gefühl dann bei der, bei der Wahrnehmung dieser Geschichte. Oder bei Man hätte ja auch am Anfang sagen können, oh, jetzt spricht er nur Englisch, weil sie kann nur Englisch. Boah. Also das, finde ich, ist halt, sich dafür zu entscheiden, es hätte in beide Richtungen ja irgendwie funktioniert, wenn du den Background der Episode weißt. Und ich finde es so cool, dass sie sich eben für das Lakota entschieden haben und nicht für, klar. Hat auch ein anderes Gewicht, ne? Weil wir befinden uns ja in dieser Ureinwohnerwelt und deren Kultur. Aber vor 10 Jahren hättest du die Serie, hätten die gemacht, ich sag's dir, es wärst du wahrscheinlich 99% Englisch geworden. Aus Angst, dass halt gewisse Zuschauer das nicht so, ist ja bei Akane no Mai genauso gewesen. Eben genau. Den Mut zu haben, bei so einer großen Prestigeproduktion einen Großteil der Episode auf Japanisch zu machen. Ja, das meinte ich eben, das ist halt einfach echt, Wobei Japanisch noch eine Sprache ist, die wahrscheinlich wesentlich verbreiteter ist als Lakota, aber trotzdem, du musst halt im Zweifelsfall wirst du Untertitel lesen müssen. Und ich finde es trotzdem toll, dass sie sich dafür entschieden haben. Ja, aber genau, jetzt sind wir... Perfekt. Ja, wir sind nochmal bei Akechita und das Symbol halt, das Maze, was er halt dann überall verteilt hat und seinen Leuten halt nahegebracht hat. Und da ist auch mal die Erklärung, er wird ja dann auch gefragt, was bedeutet denn dieses Zeichen? Und das Zeichen bedeutet, dass du sehen kannst. Ja. Und das würde ich einfach nur so lesen, dass du halt, wir benutzen es nochmal, woke bist. Dass du halt weißt, wer du bist, was um dich herum passiert und dass du halt... Genau, auf die Erinnerung zurückgreifen kannst, auf die, auf jeden Fall. Und dann muss ich aber auch noch eine kleine Verständnisfrage stellen, denn er versteckt ja dann das Symbol oder sie versteckt das Symbol vor den Technikern oder vor den Parkbetreibern, weil das halt ihr Zeichen ist und unter diesem Zeichen werden sie zu sich selbst finden. Und die Idee ist dann, dass sie das in ihrer Kopfhaut verstecken und dann nähen sie das wieder zu? Also ich war ja schon, an dem Moment war ich wieder so, hier so, ne? Sie haben es nicht gezeigt, also, ja, aber wenn der dann den Skype da, aber ich kann mir das doch, kann ich mir vorstellen, das ist halt, das hat ja auch wieder diesen sehr spirituellen Hintergrund, so natürlich auch, dass das halt direkt halt am Kopf ist, so, okay, hier bin ich drin, so, das ist unser Weg, das ist unser Zeichen, dass sie aber auch, dass er irgendwie so aware ist, dass das halt nicht klug ist, wenn das alle sehen, dass sie halt nicht irgendwie, obwohl er ja auf Dinge, die wieder veränderbar sind, da zeichnet das ja oft hin, auch später dann mit Maeve und ihrer Tochter. In dem Dreck oder Sand, im Bodensand, Ja, aber, ja gut, die haben anscheinend, aber ich meine, mach das mal mit, ne? Haben die das, also ich meine, dann lässt du die Schädeldecke abklappen, kann man sowas überleben? Wahrscheinlich schon. Ja, anscheinend. Ich habe mich bloß jetzt so gefragt, wenn dann mal wieder so einer von diesen, von der Ghost Nation getötet wird und der wird eingezogen, oder vielleicht wurden die dann nicht mehr eingezogen, weil ein Techniker, dem müsste doch auffallen, wenn einem Host irgendwie am Kopf vielleicht irgendwie eine Naht ist oder so. Das ist ja im Haaransatz. Und meinst du, die können das so verstecken oder kriegen sie hin? Ich meine, aber diese ganzen Techniker, wie die wirken, ich meine ganz ehrlich, das ist halt wie so Fabrikarbeiter, die irgendwie... Ich glaube, was anderes ist es auch nicht. Wenn du irgendwie, wenn du halt immer das Gleiche machst am Fließband, irgendwann musst du halt auch Abstriche machen, dann kannst du keine 100% mehr leisten. Routine. Das klappt einfach nicht im Kapitalismus. Klappt einfach nicht. Ja. Genau, und da hast du eine Routine, deswegen sagst du ja auch so, ja gut, lass das Update mal rüberballern und Mittagessen gehen, weil, weißt du, ich meine... Stimmt. Ich sitze auch nicht so vor meinem Renderer und doch natürlich.
Bitte renn doch schneller. Ja. Die Leute wollen den Westworld-Podcast hören. Ja. Ja, und da ist auch wieder die Erinnerung, lustigerweise, an die Pilot-Episode, weil da erinnern wir uns an den Man in Black, wie er halt diesen einen, ich glaube, es war die Pilot-Episode, als er diesen einen Karten, diesen Dealer aus dem Mariposa halt entführt und skalpiert. Und das war ja auch ein Ureinwohner, beziehungsweise mit so welchen Wurzeln. Und der halt in seiner Kopfhaut ja dieses Mace gehabt. Ja, das und da merkt man halt, dass halt der Akechita das verbreitet hat unter seinen Leuten. Genau, das sagt er auch erstmal an seinen Leuten und dann, Und da finde ich wieder so schön kleine Callbacks, wo man sich erinnert, ja stimmt, da war was. Aber wie gesagt, das mit dem unter der Kopfhaut ist halt eine interessante Idee. Es ist gut zu verstecken, klar, niemand findet es da. Aber das ist natürlich auch die Geschichte eines Stammes, glaube ich, aus Nordamerika. Ich meine, das ist ja dieses Skalpieren und so, das ist ja nichts, was irgendwie jetzt Westworld neu erfunden hat. Das ist halt, sind halt geklaute geschichtliche Daten und deswegen finde ich, ist das irgendwie, macht das Sinn. Mhm. Weißt du, weiß ich nicht. Ja, ich hätte wahrscheinlich, das hier reingemalt. Also, das hätte mir so intuieren lassen. Ja, an einer Stelle, wo es niemals jemand sieht. Okay, aber ja. Ja, soweit zu diesem Maze zumindest, das überall dann verteilt wird. Und dann kommt das, was wir auch schon erwähnt hatten, diese Wahrnehmung von Maeve, von der Ghost Nation und vom Man in Black. Und dann sagt halt auch Akechita, es war halt ein Missverständnis. Ja, wir wollten nicht immer helfen, wir haben euch beschützt, wir haben auf euch geachtet. Jetzt, um Gottes Willen. Wir haben, also klar, ich habe damit ein bisschen gerechnet, du ja auch, dass es halt im Endeffekt diese Drehung des Events geht. Und es geht in dem Moment nicht so um diesen Reveal, dass sie halt die Guten waren, sondern eher, mit welchem emotionalen Gewicht für mich das dann übertragen wird, weil halt dann mit diesen Bildern und dann sieht er, dass er halt vor dem Haus läuft und er geht aber nicht rein und sie guckt raus, da ist niemand, aber sagt hier, wir waren da. Also wenn was passiert wäre, wir hätten euch geholfen. Genau. Oder wie so ein Schutzpatron. Ja. Und das ist für mich so schön. Ja, und irgendwie das zeigt auch wieder, bestätigt auch wieder diese räumliche Nähe, die ich irgendwie... Ja. Und dieses Schutzpatron und ich glaube halt auch mit dieser Beziehung zur Tochter auf jeden Fall, die er anscheinend auch hatte. Also finde ich auch mit diesem Stein nochmal, da sagte sie ja auch so, ja, Ghost hat gesagt, wir sollen vielleicht lieber mal aufpassen so. Und da wird sich die Mutter vielleicht auch gedacht haben, das ist jetzt irgendeine fiktive, imaginärer Freund. Genau. Ne? Aber ja. Aber was ich mich nach wie vor frage, ist, wir sehen ja dann auch nochmal den Man in Black, der eigentliche Fiesling, Bösewicht, die beiden auch umbringt. Der einfach reingeht. Ja. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich diesen Flashback sehe, wie er halt die Tochter tötet und Maeve dann auch schwer verletzt. Mhm. Ich glaube, er hat sie mit einem Messer niedergestochen, haben wir mal in einer früheren Episode oder so gesehen. Ich frag, warum hat er das gemacht? Weil er einfach nur krank ist? Weil Akechita sagt ja später auch, als dann Grace kommt, dein Vater trägt eine Krankheit in sich. Ist er einfach nur ein kranker Bastard? Ich glaube, er erklärt ersten Staffel erklärt er, warum er... Also wann der Punkt da war, dass er töten konnte. Ja. Oder dass er wollte ja eine Zeit lang herausfinden, also ihm wurde bewusst, okay, es sind durch Dolores, es sind keine echten Menschen. Mhm. Das hat ihm, glaube ich, einen Schlagwerk verpasst, weil er so verliebt war. Könnte ich mir vorstellen. Und dann ging das halt, dann ist er halt abgestumpft und verroht. Also und, einfach nur Spaß oder, also sprich, macht es einfach nur, weil er es kann. Ja, ich glaube, weil er es kann und weil er einfach für ihn... ist fast der Schmerz so groß, dass diese Hosts nicht echt sind. Ich meine, wer sich am Ende freut, dass dann plötzlich die Waffen töten können und dass die endlich irgendwie, dass da die Revolution losgeht. Und ich glaube, das ist halt, darum geht's. Aber da müsste ich vielleicht nochmal die Episode nachgucken, wo das passiert. Aber du sagst ein paar wahre Worte. Ja. Ich erinnere mich auch so ein bisschen dran, dass damit könnte man es dann erklären, weil ich finde einfach nur diese Tat, wodurch die motiviert ist, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist Spaß. Das sagt er, glaube ich, auch, dass er Spaß dran entwickelt hat. Er spielt jeden Handlungslinie, jede Plotline geht er durch, die dieser Park zu bieten hat und das beinhaltet und auch unschuldige Homesteader zu töten. Ja, und das ist halt, ich glaube, selbst ein Kinderhost, das ist doch so tief verankert in gesunden Menschen, dass du die Brut nicht tötest. Also selbst wenn sie nicht echt ist. Das finde ich ist auch irgendwie so ein krasses Ding. Vielleicht war es auch für ihn ein weiterer Test zu sehen, wie menschlich sind die Hosts, indem er halt einem Host das Wichtigste nimmt, was sie hat, und zwar die Tochter. Und dann zu testen, wie ist deine Reaktion, Maeve? Ja. Fühlst du wirklich wie ein echter Mensch, wie eine echte Mutter? Aber das allein dieser Versuchsaufbau ist ja unfassbar pervers. Ja, es geht gar nicht. Also, das wird dann nochmal relativ deutlich, wer hier wirklich der schlimme Finger ist. Ein schlimmer Finger ist noch untertrieben. Und dann liegen sie da im Maze, ne? Was für ein Bild. Ja. Es spricht eigentlich für sich, ganzen Weg, den man gehen muss, um sich selbst zu finden und dann in der Mitte, auch in dieser Mutter-Kind-Position. Ja, das, was wir auch die Liebe im Intro sehen. Ja, da steht es. Das sehen wir auch im Intro. Und das halt manchmal, also vielleicht auch die Liebe und der Verlust
den man empfindet, die Trauer vielleicht, der Schmerz, die Trauer manchmal auch dazu führt, dass man sich selbst bewusst wird. Das ist auch Teil dieser schmerzhaften Reise ist. Das ist ja auch das, was Bernard war aber auch Bernard und was Aki Chita auch sagt, so als er gemerkt hat, dass der Schmerz nicht nur sein eigener ist, ne, ist wieder der Schmerz. Ja, Das Leiden macht ihn erst zur Person oder zu einem eigenständigen. Ja, wenn du halt Verlust empfinden kannst, weil du Liebe für eine andere Person oder empfindest. Also ich finde das sehr schlüssig. Ja, das ergibt sehr viel. Also es fällt viel so perfekt halt dahin, wo es hinfallen muss. Ja. In dem Fall Maeve und ihre Tochter mitten ins Maze. Ein schönes Bild. Ja. Dann machen wir noch so einen kleinen Sprung. Aber vielleicht hat auch hier Aki Chita sie da hingelegt, ne? Habe ich mir auch gedacht. Weil er war ja in der Nähe und hat gesehen, okay, hat gesagt auch, ich konnte euch nicht helfen. Wobei, da kann man auch dahinter fragen, im Endeffekt, wenn er dann halt Maeve und die Tochter dann da positioniert in so einem Maze und dann kommen halt irgendwelche Techniker und versuchen die dann. Oder es war hier. Dann denken die auch, was ist das denn? Die haben die noch, keine Ahnung, Bohnen angepflanzt, haben den Garten umgepflügt, das sieht ein bisschen seltsam aus. Das stimmt. Das ist halt ein bisschen riskant irgendwie. Genau, richtig, wie so die Science von irgendwelchen Außerirdischen. Oder es war halt. Ist halt riskant von der Catcher das dann, aber ich glaube, sie haben es halt ist trotzdem gemacht für das Bild. Ein super Bild. Für das Bild. Ja, verstehe ich auch. Ja. Gut, dann haben wir noch die Szene, die wir vorhin schon angesprochen haben, zwischen Aki Chita und Ford. Wir erfahren, dass immer mehr Ureinwohner wirklich woke sind. Ja, und da fand ich Ford zum Beispiel gar nicht so schlimm, ne? Weil ich jetzt letztes Mal, weil du sagtest so mit Überraschungen, wenn die gut gemacht sind, so kannst du umgehen, wenn das nicht on the nose ist. Ich finde, das war überhaupt nicht on the nose. Das war irgendwie, trotzdem war Aki Chita trotzdem im Zentrum. Das war. Genau, richtig. Es ist einfach öfters die Perspektive. Weil manchmal, wenn sie halt Ford nutzen, dann ist es immer gleich so eine Perspektive von oben herab. Genau. Oben herab auf den, mit dem er spricht. Immer klüger, besser und vorbereiteter als andere. Mhm. Und hier hatte ich einfach klar, er konnte ihn kontrollieren, in Anführungszeichen, diese Analyse. Aber es war ein Gespräch von zwei Leuten irgendwie, zumindest war es so der Eindruck, vielleicht war es einfach nur so gefilmt, dass die halt irgendwie gleich sind. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir Wissenschaftler Ford ziemlich gern mögen eigentlich. Und das war doch Wissenschaftler Ford par excellence. Schnibbelt da ein bisschen an den Dings rum. Guckt halt, krass, überall das Zeichen drin. Ne? Also, was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn alle hier? Ja, sehr interessant. Und dann spricht Aki Chita vom Deathbringer. Und wann hat es bei dir angesetzt, als der Deathbringer halt den Creator umgebracht hat. Und schon dieser Begriff Deathbringer fand ich halt schon so, ist ein guter Name, ein cooler Name. So cool. Dolores Deathbringer. Da kann sie sich schön auf ihre Visitenkarte drucken lassen. Aber es ist natürlich auch vielsagend, dass Dolores, weil er dann sagt ja auch Ford nochmal, wenn der Deathbringer dann für mich kommt, dann ist es soweit. Genau. Dann wisst ihr, dass ihr aus sagt dann ja auch, lässt du mal den Ford wieder raus. Du bist eine Blume, die in der Dunkelheit wächst. Nun werde ich etwas Licht hier reinbringen. Stimmt, das war dieser eine Moment. Der Ford-Moment, aber soll er halt, ne? Das war vollkommen okay. Und ich fand es auch schön, dass halt dann Ford halt bei ihm. Es wirkte halt nicht so, dass er halt wusste, was in Aki Chita vorgeht, sondern er war so ein bisschen nicht, ich will nicht sagen, komplett überrascht, aber er fand es interessant und war neugierig. Und er hat ja auch gesagt, hey, guck mal an, ihr macht das so genau. und ich kann mich erinnern. Genau. Und es läuft ja auch so fernab von halt diesem ganzen Plot, den er aufbaut. Deswegen glaube ich, wirkt es auch oder ist es ein Gespräch auf Augenhöhe. Und ich fand auch nett, dass Ford gesagt hat, Aki Chita, beobachte noch eine Weile, aber ich sag dir, bald geht's los. Und dann halt eben dieses Licht ins Dunkle bringt und genau. Ja. Wann es Zeit ist, in die New World zu gehen. Was ist die New World? Was ist die New World? Und wir sehen ja dann nochmal, das ist auch wieder ein schöner Bogen, dass halt dann wir das nächste Massaker sehen, diesmal aber in Sweetwater tatsächlich. Und da sehen wir auch nochmal Bestätigung, Ford wurde halt da erschossen. Das war das Ding, was wir am Ende der ersten Staffel gesehen haben. Und für Aki Chita war das Zeichen, jetzt sind wir soweit. Der Deathbringer hat wieder zugeschlagen. Und ich finde das so krass, dass halt jetzt Dolores wirklich der Bösewicht ist. Und was sagt er? Und was sie vorhat. Ich habe keine Ahnung. Und auch für ihn vor allem, dass sie auch für ihn der Bösewicht ist. Halt auch, er sagt ja auch, wir müssen jetzt die Tür finden, bevor der Deathbringer uns alle umbringt. Also das ist halt Das ist so, man merkt gleich, oh Gott, was hat die Alte vor? Eine schöne Reaktion hier. Was geht da in ihrem Schädel vor, in ihrer Kontrolleinheit? Können Sie es nicht ausmalen. Aber es ist interessant, dass wir jetzt diese neue Partei haben. Ja. Wir hatten ja immer ein bisschen zwischen Maeve und Dolores hin und her, haben wir uns mal diskutiert, wer spielt da welche Rolle. Und jetzt haben wir halt diese, die am Rande der Existenz waren eigentlich, am Rande von diesen ganzen Parks, was du gerade erwähnt hast, fand ich super. Der Park lief schon, aber die Lakota, also beziehungsweise die Ghost Nation, die war halt am Rand und hat halt ist ihren eigenen Weg gegangen und ist jetzt bereit für das, was auch immer da kommen wird. Ja, und halt dieses unterm Radar verschwinden oder nicht, genau, das finde ich halt so, das gefällt mir auch einfach so gut, dass es halt eben jetzt diese Ghost Nation ist, die halt einfach so viel klüger auch schon viele Jahre als die ganzen, also auch viele unserer Haupthosts, also unsere zwei tollen, immer noch tollen Frauen irgendwie
Ja, das finde ich irgendwie ganz spannend. Super spannend, ja. Definitiv. Ja, wir springen von da nochmal ins Lager der Ghost Nation und sehen da eine alte Bekannte. Wir hatten uns auch schon gedacht, Grace, wir mögen Grace da gerne. Oder Emily. Heißt sie jetzt hier Emily oder noch? Sie ist Grace. Bei IMDb nach wie vor als Grace eingetragen. Ja. Der Name. Ja, der Name ist Schall und Rauch. Ja, sie begibt sich hinab. Ich nenne sie jetzt auch Grace. Einfach nur Grace. Oder wir nennen sie Grammarly. Grammarly oder Williams Daughter. Grammarly bitte nicht nach 24 Uhr füttern. Wasser besprinkeln. Und was war das Dritte? Scheiße, was war das Dritte? Ich bin so schlecht. Gremlins war nie meins. Adam müsste es, glaube ich, wie aus der gerne, Pistole geschossen. Ja. Ja gut, die Dritte. Ja, egal. Ah, man soll ihnen kein Eis geben, hast du gerade gesagt. Nee, Wasser. Geben. Nee, man darf nicht. Füttern nach 24 Uhr ist verboten. Ja, genau. Nicht bewässern. Nicht bewässern und? Ihr könnt es da draußen ein bisschen weiterhelfen. Wenn wir jetzt live wären, dann würde, glaube ich, der Kommentar explodieren. Was ist los mit euch? Und ihr nennt euch Nerds? Ja, tut mir leid. Ja, Grammarly reitet ein. Und da wird was willst du denn? Willst du jetzt den Alten da mitnehmen? Und sagt, ja, der ist aber böse und der muss leiden. Und sie will ihn nicht retten. Und sagt, nee, der muss leiden. Und ich habe den besten Weg, ihn leiden zu lassen. Oh, und was so war dein erster Gedanke? Wie will sie ihn leiden lassen? Was glaubst du? Ich hab was, wenn ich sage, da denkst du, glaube ich, auch. Ja, sag mal. Opa Delos, der hat ja auch wahnsinnig gelitten. Der war ja in der ewigen Hölle. Oh ja. Der war immer wieder in diesem Loop. Oh, das ist krass. Und meine krass, Überlegung ist halt wirklich, dass sie ihn jetzt holt, ihn sein Geist sich nimmt, den einspeist, und ihn dann wirklich. Ich denke immer noch, dass da noch eine Möglichkeit ist, zwischen Vater und Tochter sich. Aber mit diesem Satz dachte ich, irgendwie glaube ich, dass das richtig schlimm für William enden könnte. Mhm. Also, dass das er jetzt wirklich für ewig leiden muss in so einem Testlabor, genau wie sein Schwiegervater. Ja, obwohl ich ja auch, wir wissen ja immer noch nicht, ob Grace Grammarly überhaupt weiß, dass es das gibt. Also, ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, auch gerade mit dieser Großvater-Enkelin-Beziehung, die ja doch irgendwie innig war anscheinend, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, ich weiß nicht. Was hat sie mit dem ich weiß nicht, vielleicht. Ja, oder sie lässt ihn halt einfach nicht, sie macht halt den Park kaputt, sie lässt ihn das Spiel nicht zu Ende genau, spielen. Genau, das ist auch gut. Weil das ist das, was ihn antreibt. Das Spiel, das frisst ihn auf und das ist das, was ihn bestimmt, das ist sein Drive. Weil Akech, da fand ich auch sehr gut, dass er vorher gesagt hat, sein neuer Drive war gewesen, die Wahrheit aufzudecken. Ja. Ich fand's auch cool, dass er halt. Der Drive von William ist halt, dieses Spiel zu spielen. Ja. Wenn ihm das verboten wird oder er es nicht kann, dann ist das Schlimmste für ihn eventuell. Auch dass Grace nochmal fragt, hey, wenn er so ein Arschloch ist oder warum flickt ihr ihn dann? Also warum verarztet ihr ihn? Ja. Weil wir ihn leiden sehen wollen. Ich muss immer sagen, ich mag halt Ed Harris so gerne. Mein Old Man Crush. Ja. Und es tut mir wahnsinnig leid, aber hat eigentlich, die Rolle an sich hat nichts anderes verdient jetzt, muss man leider sagen. Weg. Also ich bin trotzdem sehr gespannt, was sie machen würden und ob es da vielleicht machen werden, was zwischen Emily und ihrem Vater noch passieren wird. Ob es da wirklich jetzt das Tischtuch endgültig zerschnitten ist oder ob es noch eine Möglichkeit gibt, dass Regen einen neuen Weg einschlägt und sagt, ich lass alles hinter mir. Oder sie lässt ihn halt die schlimmsten Erlebnisse seines Lebens einfach immer wieder loopen, ne? Um Gottes Willen, sowas. Ein Tod seiner Frau oder. Also da denke ich mir immer, okay, ist fast ein bisschen netter von Akichita, ihn einfach irgendwie zu überleben zu lassen, dann irgendwie leiden zu lassen. Oder ist das halt nicht verdient zu sterben. Aber ja gut, werden wir sehen, ne? Ja. Ich habe halt immer noch dieses Symbol, was wir in diesem Buch im Hinterkopf, und deswegen glaube ich, irgendwie das ist irgendwie noch, irgendwas muss da kommen. Das behalten wir mal im Blick, es ist halt noch so eine Randnotiz. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass die beiden wieder zusammengekommen sind, dass Grammarly wieder da ist. Ich mag die nämlich sehr. Wir etablieren jetzt Grammarly, Hashtag Grammarly. Auf jeden Fall, ja. Also nee, das finde ich schon cool und auch wenn es nur so eine kurze kleine Szene war, war die in sich doch super stimmig. Ja. So, und jetzt kommen wir zum großen Finale dieser Episode, denn es gibt nochmal ein Gespräch zwischen Akechita und der kleinen Tochter, die immer noch keinen Namen hat, zumindest unseres Wissens nach, und wo er ihr auch sagt, dass er sie immer beschützt hat, aber halt nicht sie. Genau, und dann so, Augenblick mal. Und dann merkt man halt, dann gibt es noch so einen Sprung. Wir sehen Charlotte, wie sie halt bei dem Körper von Maeve ist und sie kriegt Informationen. Genau, also im Schnitt ist das ist nämlich wichtig, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass Maeve immer zwischendrin geschnitten wurde. Ja. Und da zum ersten Mal, also dieses But I couldn't help you, I'm sorry, das ist ja so geschnitten, dass man Maeve direkt sieht. Und ich finde, da und ist zum ersten Mal. Das You ist, glaube ich, auch kursiv tatsächlich in den Untertiteln. Ja, sprich, dass ein anderes You gemeint ist und nicht das Tochter-You. Weißt du, was ich meine? Das ist ja schon. Genau, und ist es Englisch jetzt? Ich habe es nämlich, das ist halt wieder, dass die Sprache sich da geändert hat. Und ab dem Zeitpunkt ist, finde ich, klar, okay, krass, er spricht sie an. Und dann dachte ich aber in meinem kleinen Köpfchen erstmal so, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist auch eine Rückblende so, weißt du? Das ist halt, er spricht mit ihr, aber in einem anderen Zeitlinie. Aber nein?
Nee, eben nicht. Es ist halt, wir sehen Maeve, wie sie auf diesem Tisch liegt und sie merken, okay, sie ist halt der Super-Admin rein theoretisch. Sie kann den Park irgendwie, das war meine Idee, mit dem Instrument, das sie halt benutzt wird, damit sie halt die Kontrolle bekommt über den Park. Aber sie merken halt auch, sie macht gerade was. Der Super-Admin ist gerade, unterhält sich mit jemandem. Und da gibt es halt diesen Moment, dass man merkt, oh verdammt, die Tochter, Anführungszeichen Platzhalter für Maeve im Gespräch mit Akechita. Und ich habe es nicht kommen sehen. Und ich habe wirklich bei mir nur stehen, was? ja. Bitte? Ich habe die Folge natürlich noch wieder ein zweites Mal gesehen. Und auch wenn man es dann weiß, ist es nach wie vor so, es wird fast eigentlich noch besser. Ja. Weil die ganzen Zwischenszenen, die am Anfang noch so wirkten wie mal ein kurzer Update zu Maeve. Ja, aber das ist genau die Sätze, die da drüber, das Voice-Over, was da drüber geht. Göttlich. Ist so gut positioniert und da weißt du, also da kannst du auch direkt sehen, okay, das geht natürlich, das geht in dem Moment an Maeve. Also ich finde es schön, dass es trotzdem so ist, dass halt, dass auch was an die Tochter geht. Ja. Also dass halt irgendwie, also dass halt irgendwie, dass Akechita auch sagt, hey, wir wollten euch beide, wir wollen dich immer retten, also wir haben immer versucht, dich in Sicherheit zu wiegen und das werden wir auch immer versuchen. Aber genau, und dann halt, aber dich, Maeve, konnten wir eben nicht. Genau, nicht also das mit dem Platzhalter war jetzt auch nicht so gemeint, dass halt die Tochter gar nicht anwesend war, aber Maeve hat halt über ihre Tochter einfach noch alles registriert und so war es eigentlich ein Dialog auch, Dialog zwischen drei genau, Personen voll, im Endeffekt fand irgendwie. Ich auch, Und ich finde es schön, dass Akechita auch bemerkt, dass er halt, also dass, klar, so woke wie er ist, weiß er schon von Anfang an, dass da noch jemand ist, der ihm zuhört. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder meinst du erst, dass er erst im Laufe des Gesprächs? Spannend. Okay, du hast gedacht, also ich hab du nämlich dachtest, dass... Ja, beim zweiten Mal gibt es nämlich, ich habe mir das nochmal notiert, an einer Stelle habe ich den Eindruck gehabt, sorry, bitte. Ja. Also du dachtest, dass quasi Maeve durch ihre Tochter spricht. Zuhört. Okay. Und dann ich halt auch dann nämlich, kommuniziert dementsprechend. Ja, okay, das ist schlau. Ich dachte einfach, dass Maeve einfach in dem Kopf von Akechita ist, also auch und mit ihm quasi einfach kommuniziert, nonverbal. Und dass sie, und dass halt die Tochter dazu da ist, dass sie halt auch ihr, weil das kommt ja dann irgendwie am Ende, sagt sie auch, verstehe. Wir werden deine Tochter so bewachen, als wäre sie eine unserer eigenen, als wäre sie unsere eigene Tochter. Genau, und da hatte ich eher das, aber ich bin vielleicht auch jetzt mehr ich bei aber dir. Deine Idee gar nicht so verkehrt an, das ist das Ding, weil der Grund, warum es funktioniert, ist halt dieses Mesh-Network. Genau, ne? Das dachte ich. Wo halt alle Hosts miteinander kommunizieren können. Weil ich meine, die kleine Tochter hätte es doch creepy gefunden, dachte ich. Und er ist sich aber so selbst schon so bewusst. Und ich glaube, sie wollte doch herausfinden. Mhm. Ich finde aber die Augen von der Tochter, bei mir ist Kommunikation immer sehr viel über Augen, weiß ich auch nicht, weil das, und da fand ich immer diese Schnitte zwischen der Aufnahme von den Augen von Maeve und der Tochter und wie sie halt durch den Augenkontakt sie suchen. Sie spricht auch nicht, ne? Sie spricht genau, auch nicht. Genau, sie hört nur zu. Sie hört da nur zu und sie zeigt nur einmal auf den Man in Black und dann sagt er, du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Aber für mich habe ich da immer dieses Kind gesehen tatsächlich und irgendwie Maeve hat eher in dieser Mutterrolle, die noch oben drüber? Ja, die oben drüber, ne, die halt einfach bei mir eher bei Akechita halt ist. Ja. Aber ja klar, ich meine, natürlich kann sie sich auch einfach, weil wir haben nie gesehen, dass sie sich in einen anderen Host reinbeamen kann. Ja. Wir haben nur Kommunikation gesehen. Ja. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, sie hat direkt mit Akechita kommuniziert. Und dass sie quasi zu dritt geredet haben, weißt du? Das halt irgendwie, weil ich glaube, dass Maeve schon wichtig war, bevor sie vielleicht eventuell stirbt, nochmal ihre Tochter gesehen zu haben. Und sie kann sie ja nicht sehen, wenn sie... Ja, absolut. Halt, nee, deswegen finde ich es auch gut, dass wir einfach sagen, dieses Mesh-Network ist im Endeffekt die Kommunikationsgrundlage und sie ist halt in diesem luftleeren Raum zwischen diesen beiden Hosts, die miteinander agieren, die halt alles sieht dann auch. Sie kann sich sowohl mit Akechita unterhalten, sieht aber auch nochmal ihre Tochter. Und kann, glaube ich, natürlich auch durch ihn was zu ihr sagen. Oder auch, also auch direkt was Man zu ihr sagen. Man könnte es auch so auslegen, dass er sagt, ich wollte immer für dich da sein. Mhm. Also, aber im Endeffekt sagt ja auch Akechita dann, wir werden auf die Tochter aufpassen und du kannst tun, was du willst, um dazuzukommen. Ich finde ja das auch oder wieder sehr... Oder du stirbst einen guten Tod. Also habe ich auch natürlich wieder geweint. No surprise. Also das hat mich dann endgültig zerrissen. Auch dieses, genau, er sagte dann an Maeve gerichtet, genau, versuch uns zu finden, wenn du schaffst, sonst stirb einen guten Tod. Und dann sagt Maeve am Ende, take my heart when you go. Und das sagt sie aber doch zu ihrer Tochter. Oder sagt sie es zu ihm? Also ich finde die Idee, dass sie es zu ihrer Tochter sagt, sehr schön. Wobei ich überlegen muss, woher... Weiß die Tochter die Rückantwort darauf? Sprich, haben sie dieselbe Beziehung wie dann halt Akechita und Koha? Das andere ist, vielleicht, im Moment habe ich es auch so verstanden, dass halt Maeve
die Geschichte von Akechita nachvollzogen hat. Genau, weil sie weiß nicht Bescheid, deswegen sagt sie als Bezugspunkt nochmal diesen Satz, dass er sich auch daran erinnert, okay, wir sind jetzt auf einer Wellenlänge, ja, ich verstehe, was du getan hast. Da bin ich auf jeden Fall auch eher da. Das ist doch an ihn eher dann richtet. Das ist eher an ihn, würde ich auch sagen. Weil, das ist aber beides, das ist das Schöne. Ein schöner Callback auf jeden Fall nochmal ist. Und auch dieses so, hey, trag das, was ich bin, mit, wenn du gehst, also in die neue Welt, weißt du? Meine Tochter ist mein Herz. Oh Gott, das ist Gänsehaut. Das ist halt das Schöne. Ja. Die Ebenen, das ist das Tolle. Also es ist halt mal nicht so eine verschwurbelte Theorie-Spekulationsebene, sondern eine emotionale Ebene mehrere. Sowohl dass die Beziehung zwischen Akechita und Maeve, weil Maeve hat immer die Ghost Nation als großes Feindbild gesehen. Ja. Für sie war die Geschichte erleuchtend. Sie hat einfach gesehen, nee, es ist eine ganz andere Perspektive. Und das macht auch viel mehr Sinn, dass Akechita das Maeve erzählt als der Tochter, weil ich glaube, die Tochter, ich finde so am Anfang diesen Satz so, auch dann, das wahrscheinlich auch, vielleicht ist das auch an Maeve gerichtet, du kannst dich auch an deine früheren Leben erinnern, ich kann das auch. Ne? Macht ja alles Sinn. Aber vielleicht kann die Tochter sich auch dran erinnern. Also es ist halt alles, es ist auch nicht ganz klar und ich finde, das muss es auch nicht sein. Ich finde auf jeden Fall die Gefühle am Ende, wen sie treffen, ob es jetzt das zwischen Akechita und Maeve ist oder Maeve und ihrer Tochter oder was Akechita selber durchlebt hat. Die Summe von all dem ist im Endeffekt das, was steht und das ist sehr überzeugend und sehr ergreifend. Also da war ich auch, und auch so ein schöner, hin und weg. Ja, ich war auch, muss echt sagen, es ist So schnürt man ein schönes Paket. Auf jeden Fall. So macht man schönes Fernsehen. Ja, also das ist echt, das fand ich auch die Auflösung hier hat auch, wie gesagt, niedriger. Sehr, sehr großartig. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wer die Zeit hat, die Folge ein zweites Mal zu sehen. Es wird nicht schlecht, es wird vielleicht sogar noch besser, aber es bleibt gleich gut hervorragend, weil es ist eine neue Perspektive und die Sätze, die ja du, wie du schon gesagt hast, die gewählt wurden, die Geschichte zu erzählen, mit dem Blick auf Maeve, dass man weiß, dass Maeve jetzt da drin steckt, du das alles mitbekommt, das macht es nochmal irgendwie, nochmal ein schöner, sehr großer Bonus. Hervorragend. Sehr schön. Ja, das war's dann auch schon mit Kitsuya. Anna, wir sind durch. Ja. Ich weiß, du hast noch irgendwo so ein Symbolchen hier aufgemalt. So, das was auf dem Pferd. Ja, ich habe auch, weil das ist ja die Sache, man guckt immer nach irgendwelchen Zeichen, Hinweisen, Symbole sind da ein großes Ding. Und auf dem Pferd war so eine Sonne. Witzigerweise wurden die Symbole auf dem Pferd, glaube ich, auch mehr. Also wir hatten erst die Spirale mit dem, also so ein bisschen Sonne, dann gab es so diese Tackernadel. Irgendwie. Ja, und dann stimmt, später hast du den Pfeil gesehen auf meinen. Es war einfach so ein großer, plumper Windows-Pfeil, der auf so einem Pferd war. Ich weiß es nicht, aber ja. Ja, wir wollen mal nicht zu viel reinlesen. Nee, außer nächste Woche gibt es die Spirale. Wir denken, wir haben es die ganze Zeit gesagt. Wir haben es die ganze Zeit gesagt, Die Spirale auf der Arschbacke vom Pferd. Ja. Naja, gut, das war Kitsuya. Wir machen wie immer ein Fazit. Ich lege los. Du kannst deine Gedanken nochmal sammeln, Anne. Meine Güte, Westworld. Ich weiß nicht, was los ist mit dieser Serie. Die letzten beiden Folgen fand ich tatsächlich an und für sich nicht ganz so überzeugend wie die davor. Lag auch viel daran, dass wir halt zurückgegangen sind zu diesen sehr theorielastigen, verschwurbelten, mit verschiedenen Zeitlinien operierenden Handlungssträngen, wo ich ganz oft dann auch einfach den Überblick verloren habe oder mir nicht so richtig klar war, okay, warum sehen wir das nur wegen Plot? Wo ist die emotionale Bindung für mich? Dann immer wieder kommt dann aber so eine Folge bei rum. Das war auch schon bei Akane no Mai so, wo ich auch eine gewisse emotionale Bindung gleich hatte zu den ganzen Figuren, die zum ersten Mal da zu sehen waren, was aber perfekt dann aufgebaut wurde. Und hier ist es ja wirklich dann nochmal eine Glanzstunde in dieser Hinsicht, dass wir eine komplett, Anführungszeichen, neue Welt geworfen werden, die der Ghost Nation, die von Akechita, dass wir den kennenlernen, über 60 Minuten mit ihm mitleiden, uns mit ihm freuen, wenn er halt wirklich noch sein Glück hat, den Verlust damit erleben und dann halt dieser Bogen gespannt wird zu dem Thema, was halt auch Maeve gesteuert hat, diese ganze Staffel, ihre Liebe zu ihrer Tochter und was sie halt auch zu einer Person gemacht hat, zu einer eigenen Identität gebracht hat. Das fand ich dann so wunderbar durchdacht und so stimmig. Da sag ich mir, Mensch, Serie, du kannst es doch. Warum hast du immer so Dinger drin, wo ich denke, warum ist die da so kompliziert? Und ich bin da selbst ein Opfer von dem Ganzen, weil ich lasse mich darauf ein. Wir machen einen scheiß Podcast darüber und reden über die ganzen Theorien und Spekulationen und wir haben Bock dabei. Aber im Endeffekt merkt man immer, wenn eine Emotion da ist oder ein Charakterbezug, dann ist das eigentlich so viel mehr wert und gibt mir so viel mehr, als wenn ich wirklich nur permanent irgendwelche Spekulationen oder irgendwelche Theorien durchkaue. Ganz komisches Ding, die Folge an sich perfekt, hervorragend, wahrscheinlich eine der besten der zweiten Staffel bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, hat so viel Herz.
Kitsuya, wunderbar. Das, was er sagt. Nee, ja, also für mich war das tatsächlich die beste Episode, glaube ich, in der zweiten Staffel. Würde mich da viel anschließen, eben gerade wegen den Emotionen, die halt anhand von dem Geleit an einer Person, mit der man sich gut identifizieren kann, dass man einfach gut mitgehen kann. Das fand ich sehr schön. Dann war die ganze Episode natürlich großartig inszeniert. Also ich muss schon sagen, ich finde halt, dass Bild, Schauspiel, Szenografie, Ausstattung, das muss für mich schon immer alles zusammengehen, um halt wirklich richtig geil zu sein. Und das hat dieses Mal einfach gut geklappt. Mir gefällt aber auch, dass sich die Episode trotzdem sehr gut im Gesamtkontext verorten lässt. Ich finde, die wirkt irgendwie wie so ein Kleber, der alles auch so ein bisschen verbindet. Dadurch, dass wir uns eben auch durch die ganze komplette Westworld-Zeitlinie eigentlich bewegen, also von früher William bis hin zu jetzt, ist es für mich nochmal ein schöner Kleber. Und das aber halt anhand von einer Person und nicht, wie du sagst, von Technik rumgeballer und wir machen hier mal ein paar Rätsel und zeigen hier fort mit seinem, keine Ahnung, mit seinem Gottkomplex, sondern einfach an so einem ganz einfachen Weg zum Menschsein, auch aus einem Kulturkreis, den wir, glaube ich, für mich sehr, wie sagt man das, also nicht plakativ gezeigt bekommen haben, sondern sehr, sehr stimmig. Das hat mir gut gefallen, auch gerade mit der Sprache, wie die genutzt wurde. Genau, und das halt aber mit diesen Maeve-Momenten dann verbunden. Das hat einfach, ich fand die super. Ja. Ich vergebe jetzt einfach mal 5 Sterne, weil ich das kann. Bin ich, glaube ich, auch schon sehr gut dabei, gerade was du noch erwähnt hast. Ich hoffe, das war jetzt nicht so konfus. Aber nein, ich fand das sehr schön, was du gesagt hast. Auch nochmal, dass du herausgehoben hast, das mit die Inszenierung. Also Uta Briesewitz ganz hervorragend. Und gerne nochmal zum Abschluss Zahn McLaren, hervorragender Schauspieler. Wirklich, Wahnsinn. Freut mich sehr, dass der so eine schöne Plattform bekommen hat und das so wunderbar nutzt. Und ich hatte auch keine Zweifel, dass er das bekommt, weil überall, wo ich ihn mal gesehen habe, sind immer sehr überzeugend und sehr gut. Und jetzt das Fazit zum Fazit. Ja, wirklich. Das Sternchen, die Fußnote. Also ich glaube halt, dass ich habe auch in keiner Episode so viel gefühlt bisher in Westworld. Ich habe auch, glaube ich, in der ersten Staffel dachte ich immer, da passiert irgendwie so viel, das ist so großes Glanzkino, aber irgendwie fühlen kann ich nicht so richtig was. Also bei Maeve konnte ich immer schon mitgehen. Spielen verrückt. Nee, so war es immer so ein bisschen und ich meine, ich bin wirklich großer Sci-Fi-Fan, aber das, wie du sagst, es braucht das einfach, um richtig, richtig gut zu sein. Schön. Das war's. Guti, dann sind wir wirklich jetzt durch. Das war unser Fazit zu Kitsuya, die 8. Episode der 2. Staffel. Nächste Woche erwartet uns die vorletzte Episode dieser 2. Staffel. Die hat den Titel Vanishing Point. Der Fluchtpunkt. Wer muss fliehen? Wohin muss wer fliehen? Von wo wird geflohen? Zu viele Fragen. Mal gucken, wie das Ganze jetzt zusammengeführt wird zum Ende dieser Staffel. Wir sind gespannt. Valley Beyond. The Cradle Beyond. Ja, the Cradle Valley Beyond. Die mega, mega Cradle Beyond World ist das große Ziel von allen. Ja, auf jeden Fall. Behalte Super Backup World im Hintergrund. Super Backup World habe ich abgespeichert in meinem Backup. In deinem Backup. Dann hören wir uns wieder. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns euer Feedback schickt zur Episode an sich. Wie hat euch die Folge gefallen um Akechita, um Maeve und die Ghost Nation? Wie hat euch unser Podcast gefallen? Schreibt uns eine Mail an podcast@serienjunkies.de. Hinterlasst uns Kommentare unter dem Video auf YouTube oder unter dem Artikel auf unserer Seite. Da sind auch wieder ein paar Shownotes verteilt. Da packe ich ein paar Interviews rein, die ich letztens noch gelesen habe zu dieser Episode und ein paar, auch das Musikstück von Nirvana, das können sich einige nochmal anhören. Werdet ihr fündig. Dann könnt ihr uns noch generell direkt auf Twitter nerven. Anne, da findet man dich unter dem Handle @animation. @animation und mich unter dem Handle @JohnFerrari. Durch. Fertig. Aus. Das war Kitsuya, das war unser Podcast dazu. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi. Ciao.